chart a course, the unstoppable force, pay a horse riding in town. Yeah. He set and sail with the object to fail. You can bet I'm gonna break it down. Ja, ich schreibe auch gerade die 35 drauf. Ach so. So jetzt. Entschuldige bitte. Es ist nicht zu entschuldigen. Was ist los mit euch? Einiges. Okay, ich frage die Frage anders. Was ist nicht los mit euch? Einiges. Didi, warum nennst du dich der Lou? Extra. Achso. Das war schon vorletztes Mal gemacht. Stimmt, aber ich glaube, vorletztes Mal war es ein Versehen. Warum ja, diesmal ist mit Absicht. Also. Weil ich lecker, knusprig und unwiderstehlich bin. Eiskaltes Hähnchen ist nicht lecker, knusprig und unwiderstehlich. Es ist pappig. Und schleimig manchmal. Ja. Und kalt. Du würdest es trotzdem sofort essen, wenn es im Kühlschrank stünde. Es ist, oh ja, ich habe gerade Hunger. Das ist aber unabhängig davon, das ist nicht lecker. Aber ein Mann muss tun, was getan werden muss. Natürlich findest du es lecker. Erzähl mir doch nix. Also unabhängig davon. Vorletzte Woche beim White Russian. Muss ja nicht jeder wissen, dass ich einfach alles esse, was mir in den Weg kommt. Deswegen habe ich mir angewöhnt, meine Wichstaschentücher immer sofort wegzuräumen, weil, du weißt schon. Oh, Gott. Aber sind auch Proteine drin, doch? Ja. Und die Zellulose, das sind ja quasi Ballaststoffe. Aber dieses wunderbare Aroma, das sie immer verströmen. Ne, ja, das, keine Ahnung, da kam... Kannst du sie mir beim nächsten Mal zur Verfügung stellen, damit ich sie mir als Duftbäumchen ins Auto hängen kann? Also bei den White Russians vorletzte Woche. Du wolltest gerade viel Spaß und bleib geil sagen, oder? Nee, ich wusste nicht genau. Achso, ich dachte, es war schon schlecht genug dafür. Letzte Woche war nicht viel. Und vorletzte? Du Wichser. Ja, sorry, aber letzte Woche war ich nicht da, haben wir nicht viel gemacht. Vorletzte Woche war halb so viel. Jo. Ich weiß es nicht, wir haben geplant, wir haben einen Auftrag gekriegt von Yegor. Achso, nein, wir haben einen Auftrag gekriegt von Yegor. Wir sollen in eine Produktionsanlage von Rabutnik, die, ich weiß nicht mehr ganz genau, was sie produziert. Dingenskirchen. Dinge. Sie produziert Dinge. Auf jeden Fall sollen wir da in den Produktionstank etwas hineinkippen. In einen bestimmten Produktionstank oder in einen Produktionstank in einem bestimmten Raum. Und genau, wir haben einen Lageplan gekriegt. Wir haben Xu hat mit seinen Drohnen ganz viel rausgefunden, außer wofür die Chipkarten benutzt werden, denn es werden keine Chipkarten benutzt. Das war irgendwie ein sehr großes Thema. Und ich glaube, dann haben wir noch ein bisschen geguckt, wie wir da irgendwie reinkommen. Wir haben versucht, einen Mitarbeiter ausfindig zu machen, um uns von dem so eine Chipkarte klauen zu können vielleicht. Haben dann rausgekriegt, dass der zwei unartige Söhne hat. Stand kurzzeitig zumindest von meiner Seite mal die Überlegung im Raum, die Söhne dazu anzustiften, ihm die Chipkarte zu klauen. An die Naughty Boys erinnerst du dich wieder, sagst du? Immer. Jetzt hat er mich ganz aus dem Konzept gebracht. Du wolltest die beiden Söhne stimulieren, dass sie dir dann helfen. Nicht stimulieren, sondern anstiften. Und ich wollte das nicht, es war nur mal eine kurze Überlegung.
Was haben wir noch gemacht? Haben wir noch was gemacht? Habt ihr noch was gemacht, was ich irgendwie in meinem verschlafenen Tran nicht so richtig mitgekriegt habe? Ihr habt nochmal mit den Drohnen den Typen verfolgt, kann das sein? Wir haben eine Drohne reingeschickt, ja. Stimmt, du hast eine Drohne reingeschickt, so eine ganz kleine, ne? Ah ja, und dann habe ich da die ist quasi hier verloren gegangen. Und die hast du dann sogar gefunden. Moment mal, gefunden? Ja, du hast du sogar eine Probe. Ach so. Du hast da digital die gefunden, aber physisch glaube ich noch nicht, oder? Ja, die habe ich an die Decke gepappt und dann runtergefahren, als sie dann geortet wurde. Also ich erinnere mich daran, dass sie geschrottet wurde durch ein wie heißt das gleich? Datenspike. Die war da sind nur teilweise kaputt gegangen. Ich wollte schon sagen, die war nicht komplett kaputt. Im Zweifel für den, der sich vielleicht erinnert und da ihr zu zweit seid, werde ich einfach mal sagen, ihr habt schon recht. Sehr das gut. Wird dann ich könnte, also ich kann mich daran erinnern, dass wir 33 Karma gekriegt haben und 100.000 mehr. Gib erstmal dein Fluff-Karma aus, danach können wir weiter über Karma reden. Ja, ist richtig. Ein anderes Karma muss ich auch noch ausgeben. Ja, okay, die gibt's noch, die ist nur beschädigt und die ist abgeschalten. Genau. Ich glaube, das war's, oder? Ja, wird schon so gewesen sein. Ich glaube, es war zumindest das Wichtigste. Ja. Was hast du nochmal zu den Karten gesagt? Da hab ich nicht ganz zugehört. Zu den Karten? Ja. Na, wir haben Karten bekommen. Ihr habt doch keine Karten bekommen. Wir haben doch einen Plan. Nicht den Plan, die Chipkarten, Dingsda-Karten. Nein, ich meine ja, zu den Karten, achso, du meinst zu den Chipkarten, was ich dazu gesagt habe, okay. Ja. Xu hat bei seinen Nachforschungen irgendwie gesehen, dass die da immer reingehen, aber nicht gesehen, dass die Chipkarten irgendwie benutzen. Und wir haben irgendwie nie so richtig gesehen, dass die Chipkarten benutzt werden. Das hast du irgendwie nochmal betont, daran kann ich mich noch erinnern. Ja. Halt, stopp. Wir haben dann eine zum Schluss bei der Drohnenaktion gefunden in der Tasche. Das stimmt. Die habt ihr gefunden, aber die hat niemand benutzt, um da außen reinzukommen. Genau. Okay, dann passt das. Ja, genau. Gut, dann Attacke und Ficken und so. Mit der Hand oder mit dem Mund? Ohne Gummi kostet extra. Das hast du doch gar nicht zu entscheiden. Das kommt drauf an. Also, hier, Attacke. Alter, ich gucke jetzt die ganze Zeit, was sie eigentlich herstellen. Steht hier aber gar nicht. Ich glaube, das wussten wir auch nicht. Okay. Ah doch, das habe ich doch gesagt. Die hier, das ist hier, hier Chemikalien, Dünger und so ein Shit, ne? Das kann sein. Es war irgendwie, weiß ich nicht mehr. Könnte doch, sein. Dünger und so ein Gedöns. Okay. Und andere Chemikalien, Scheiß, die man halt braucht in hohen Mengen. Ich schiebe mal wieder alles auf meine Inkompetenz, aber zu welcher Tageszeit, an welchem Tag und wo, wie befinden wir uns? Dienstag, der 8. Und als wir aufgehört hatten, es muss ja irgendwann relativ zeitig gewesen sein, weil ihr jemanden die Drohne in die Tasche gestopft habt. Also irgendwie jetzt, keine Ahnung, 9. Morgens. Ja. Okay. So früh noch? Krass. Waren wir zusammen oder waren wir getrennt? Wenn nicht, dann wird Jojo dafür sorgen, dass wir uns jetzt an einen Ort begeben. Wir waren, glaube ich, getrennt. Ich denke auch. Dann gibt es einen Konferenzanruf. Eure Geräte rappappeln. Oh, was ist die schon wieder? Ich glaube, ich gehe nicht ran. Ja, ich doch. Vielleicht. Das kriege ich Ärger. Ja. Hallo. Du hast mich angerufen, was gibt's? Ich bin irritiert. Aber wieso?
weil Xu gerade so komisch abgenommen hat. Muss ich mir Sorgen machen? Hast du was genommen? Nee, nee. Du hast zu viele Energy Drinks getrunken. Vermutlich. Spielt keine Rolle. Ja, könnte es sein. Aber das macht dich wach, das ist gut. Das macht dich wach und agil. Wir sollten vielleicht mal uns irgendwo an einen Ort begeben, zusammensetzen, wie auch immer. Xu, schwing dein Hintern hierher. Okay. Naja, wir sind zu zweit, du bist alleine, das heißt, du musst fahren. Genau. Vorne sitzen ohne Streit und so. Okay. Das klingt nicht begeistert. Es endet eh wieder damit, dass sie mein Auto klaut. Wir haben dein Auto nie geklaut. Wir haben es geborgt. Es kam jedes Mal zurück und es war nicht mal dreckig gemacht. Hier finde ich großartig. Bis auf vielleicht das ein oder andere Mal, als Jojo irgendwie die Essenspackungen da liegen lassen hat. Ich? Essenspackungen? Das waren deine. Ja, hast sie liegen lassen? Bin ich jetzt dafür verantwortlich, hinter dir herzuräumen, du Dreckschwein? Wenn du dich richtig erinnern kannst, ich habe sie dir gegen den Kopf geworfen und habe gesagt, nimm mal mit. Können wir uns eigentlich darauf einigen, dass wir die Leute nicht mehr im Auto erschießen, sondern irgendwo am Straßenrand? Das dauert ewig, das sauber zu machen. Hast du das sauber gemacht? Hat das nicht Kaban sauber gemacht? Das habe ich sauber gemacht. Ich wollte schon sagen. Vom Zweiten. Können wir bitte am Telefon aufhören, über Computerspiele zu sprechen? Ja, dieses Counter-Strike ist doch richtig gut. Schlimm, oder? Yo, zweite Runde. Jetzt komm her, Mann. Ich geb Gas. Jo, du kommst dann an. Kein Ding. Okay. Dann geh ich zu ihnen. Jo. Hallo. Oh Gott, meldet sich schon wieder so. Wir sollten vielleicht mal mit ihm fahren. Dann können wir noch das letzte Mal jemand im Auto erschießen, dann ist gut. Hä, mit wem willst du jetzt fahren und wen willst du im Auto erschießen? Wenn er sich immer komisch meldet. Wenn sich wer meldet, was? Och, er. Wie er sich immer ach so, hier... Ach so, ich hab... Jetzt ist es nicht mehr lustig. Nicht verstanden, ja. Es war nie lustig. Das sagst nur du, so. Ja. Okay. Heieiei. Von einem der Stadtausfahrten hat irgendjemand so ein bisschen vom Motorteil verrottetes Gestrüppleiter mit reingetreten, das jetzt leider wortlos an euch vorbeifliegt, weil jemand das Fenster offen gelassen hat und Zug herrscht. Hä? Ein Heubein fliegt vorbei. Die Reithütte? Guten Witzes, der kugelt sich vor Lachen, verstehst du? Ja. Die reilt heute aber nicht viel. Nee. Sie hat echt wenig gepennt. Jetzt darauf schieben. Ja, siehst du, der gähnt. Ich werde von Koffein zusammengehalten. Ich sorg wenigstens dafür. So. Wir sollten uns am besten einen von den Mitarbeitern schnappen. Das mit diesen komischen Chipkarten kommt mir ein bisschen merkwürdig vor. Plus, wir sollten uns irgendeine Form von ID beschaffen, mit der wir da, oder eine Möglichkeit schaffen, mit der wir da rumrennen können, ohne dass wir sofort auffallen. Man soll ja aus seinen Fehlern lernen, habe ich gehört. Ja, wäre angemessen, ne? Wann haben wir denn irgendwo mal Fehler gemacht? Nie. Das finde ich gut. Okay, das heißt, wir kaschen uns am besten irgendeinen Mitarbeiter. Allein lebenden Mitarbeiter. Allein lebenden Mitarbeiter. Zur Not können wir ihn ja in deinem Auto erschießen, damit dir nicht langweilig wird. Wow. Ich finde, das ist erstaunlich schlüssig, dieses Konzept. Nicht wahr? Wir hatten schon lange nicht mehr so schlüssige Konzepte. Mir ist irgendwie danach, das wirklich zu machen. Okay. Okay. Möchtest du mit mir reden über irgendwas?
Nein. Okay. Da muss ja nicht jedem Verlangen nachgeben. Das ist richtig. Nicht wahr, Schnucki? Sagt sie und klimpert dich mit großen Augen an und dann kichert sie. Gut, das war ja Rassistenverein, richtig? Rassistenverein? Ja, wo Orks relativ selten sind. Ja, ja, Rabutnik halt. Ich sag ja, Rassistenverein. Fängt beides mit R an. Sogar mit RA. Korrekt ist, Zufall? Ich glaube nicht. Nee. Ist nicht. Dann brauchen wir jetzt einen allein lebenden Mitarbeiter. Oder Mitarbeiterin, wir sind ja gleichberechtigt. Ja, Mann oder Frau. Frauen lassen sich besser einschüchtern, wobei es ist eigentlich ist egal. Ich will ja eh Mord entschossen. Ja. Du solltest dir das Innenleben vielleicht einfach rot lackieren, beziehungsweise dir neue Bezüge besorgen. Rote Ledersitze. Ja, da macht sich Blut besonders gut drauf. Kunstleder, irgendwas gut Abwaschbares. Kannst du auch gleich direkt einen Siphon oder so quasi unten dran liegen. Aber da müssen wir ein bisschen aufpassen. Es beißt sich, also das Rot beißt sich nämlich mit der Farbe von frischer Hirnmasse. Gut zu wissen. Kaban, dein Kommling. Doktor Baryshnikov hat etwas Neues gemacht für den Mann von heute. Musst du haben Affäre, weil deine Frau ist fürchterlich langweilig. Ist auch schon alt, nicht schön anzusehen, macht keinen Spaß. Aber dann hast du immer ein Problem, das ist die Bezug von die Auto fürchterlich beschmutzt mit die ganze Soße von dir und von ihr ist nicht schön. Oder du gehst in Hotel und hast es versaut, musst vielleicht mehr bezahlen, weil du hast schon kaputt gemacht bei wilde Liebesspiel oder sonstig. Dann willst du nicht auch noch extra Reinigungskosten bezahlen. Neuestes Spray von Dr. Baryshnikov fügt hinzu wunderbar abperlende Substanz, die macht Sperma und Vaginalflüssigkeit weg. Auch Schweiß ganz einfach abzuwischen. Nur 5 Nuyen pro Stück. Außerdem duftet gut nach Kondom. Ich bestelle mir gleich 2. Ausgezeichnet. Ich setze mein Comlink zurück, weil ich habe Angst, dass die hören mir zu. Das gefällt mir nicht. Easy. Von jemand, der mir letztes Mal erklärt hat, der nimmt die Datei und tut sie in den Papierkorb und dann ist gut, erwarte ich jetzt mal nicht so viel. Ja, das war super. Ich lösche die, ich tue sie in den Papierkorb. Das ist völlig plausibel. Hat ja auch funktioniert. Ja, aber ich kann ja quasi auf Werkseinstellung zurücksetzen. Das stimmt. So. Und dann? Weißt du, was dumm wäre? Wenn Dr. Baryshnikov klug genug ist, sich irgendwie diese Werkseinstellung reinzuschreiben. Nein. Und dann spiele ich das Backup zurück. Das wäre richtig gut. Natürlich, so macht man das doch. Man muss ja seine Kontakte wieder haben. Leute, Dr. Baryshnikov hat doch Verträge mit sämtlichen Softwareherstellern. Das ist die Werkseinstellung. Das ist eigentlich voll klug. Wenn Dr. Baryshnikov auf diese Art und Weise Werbung für sich machen kann, quasi, die Konzerne kriegen Geld von Dr. Baryshnikov dafür, dass, er seinen Scheiß da eindingsen kann und sie kriegen zusätzlich Geld von den Leuten, die wollen, dass Dr. Baryshnikov geblockt wird und dafür die extra, weiß ich nicht, Virenprogramme und den ganzen Scheiß bezahlen. Ist doch perfekt. Win-win. Willkommen in Shadowrun. Willkommen bei Windows. Wow. Wie finden wir jetzt einen allein lebenden Mitarbeiter? Ach, wir gehen einfach die Social Medias durch. Genau, Dating-Websites. Ich nehme auch wahlweise einen Es-ist-kompliziert-Status. Wir wussten ja die Namen einiger Mitarbeiter. Echt? Aber ich glaube nur von wichtigen.
Nee, wusste doch, also ich meine, ihr habt Aufzeichnungen, ihr guckt ja nochmal durch und guckt da irgendwas an, das passt schon. Ihr findet ja ein paar Mitarbeiter, das nicht wie beim letzten Mal, dass da irgendwie Top Secret oder so ein Shit. Ach ja, ich würde noch so nebenbei ein bisschen diese Drohnenauswertung, wo wir da durch dieses Büro durchgefahren sind, noch ein bisschen genauer auswerten. Vielleicht fällt mir noch was im Hintergrund auf. Wie man zum Beispiel ein Passwort eingibt. Beispielsweise. Na, innen schon gar nicht. Innen hatten doch irgendwie andere Schlösser, oder? Transponder-Schlösser hatten die, glaube ich. Nee, aber mit implantierten Chips auf ID. Naja, Schweine. Du kannst mir erstmal Logik und elektronische Kriegsführung würfeln, Xu. Einen Moment. Jawohl. Warte mal, ist das denn ein Wurf? Nee, nee. Das war dein letzter fürs Aufspüren der Drohnen. Das habe ich vorhin schon gepostet. Ups. Leerzeichen, zwischen Ziffer und Buchstaben. Okay. Easy. Ja, das Signal von den RFID-Chips kannst du zumindest abfangen, weil jemand durch die Tür gegangen ist. Warte. Leider ist es jemand, der nicht so wichtig ist. Irgend so eine Büroschranze, die hat jetzt nicht überall Zugang. Aber zumindest in dem ganzen Bürokomplex und bestimmt auch zum Teil in der Fertigungsanlage kannst du mit dem Code schon einiges anfangen. Ansonsten fällt dir aber der Aufzeichnung nichts ein, auf. Ah, super. Also ist das jetzt sozusagen ein Schlüssel, der sich halt sozusagen verschiedene Räume durch kann. Ja. Einfach so. Also innerhalb, wo genau, weißt du nicht, außer dass auf jeden Fall überall in dem Bürokomplex und in Umkleidern, was da noch so war, vermutlich auch Teil des Lagers. Social Media, na, ihr findet irgendwelche Leute. Ihr findet sowohl, es ist kompliziert, als auch kürzliche Trend, kürzlichere Trend oder der kommt wieder, aber auch für alles offen. AKA lange verzweifelt. Na, eher sowas wie kürzlich getrennt ist ganz gut. Wenn die mal nicht zur Arbeit auftauchen können, kann man das noch irgendwie als abtun. Was? Die werden direkt gefeuert. Ah nee, nicht bei dem Laden. Rabutnik ist doch eine große Familie. Die Also kommen der dann Typ, der quasi feucht direkt. durchwischt, der wird natürlich schon direkt gefeuert, aber andere nicht mitunter. Na dann. Wir suchen uns mal ein oder zwei passable davon aus und dann fahren wir mal rüber, würde ich sagen. Ja, Moment, das machen wir dann irgendwann heute Ja, wir Abend können oder so. uns so dir schon mal angucken, die Wohnung gegen. Das stimmt, wir könnten theoretisch in der Wohnung auf sie warten. Wir können ja mal vorbeifahren, mal gucken, wie es gesichert ist, ob man da so einfach reinkommt. Ja, das meine ich ja. Wie weit oben in der Nahrungskette sollen die denn angesiedelt sein? So ein Chemiker wäre schon cool. Chemiker des B-Gebiet, das kannst du vergessen. Naja, sag mal. Ein Chemikant, Entschuldigung. Auszubildender zum Chemiker. Oder halt, wie heißen die hier, die. Ein Laborant. Na genau. Oder Chemielaborant, genau. Ich dachte Ja, gerade schon, was Chemikanten. Die werden Also, die da es gibt nicht haben. Chemiker und es gibt Chemikanten. Das ist halt der Unterschied. Der eine arbeitet im Labor, der andere sind halt diese Doktoren. Ist das ein wirkliches Wort? Chemikant, ja, den Ja. gibt es. Das sind die, die meistens eher in den Fertigungsanlagen und sowas arbeiten. Dafür brauchst du aber auch kein Studium, das ist eine Ausbildung. Okay. Ich muss jetzt immer kritisch sein, wenn ich höre, dass Leute Worte wie nutzbar benutzen. Ich finde das ziemlich nutzbar, wieso? Im Sinne an die Stelle, wo nützlich hingehört. Und allgemein, Okay. es ist eine Wortbildung mit bar einzuschränken für die Worthygiene des deutschen Volkes. Also. Worthygiene endet in sehr, sehr bösen. Was? 1984. Das war ein bisschen was anderes. Die haben auch Worthygiene benutzt. Aber die haben das besser bezeichnet. Oh Gott, Ja, wie hieß das Neusprech. denn nochmal? Ja, Neusprech, Neusprech. genau.
So. Es wurden immer mehr Worte gestrichen. Ja, es wurden immer mehr Worte gestrichen. Doppelplus gut, fand ich das. Ja. Aber in meinem Wahrheitsministerium, Freunde, da sind halt auch Worte wie nutzbar einfach fehl am Platz. In jedem Fall los. In Chemikanten. Können doch kriegen. Nachtschicht-Chemikant ist das. Dude. Nachtschicht-Chemikant wäre super. Ja, das ist ein Dude, der, ich sag mal so, der würde gern mal einer Frau seine Akkusammlung zeigen, wenn du verstehst, was ich meine. Damit meine ich, er hat eine Akkusammlung von Comlinks. Ist echt beeindruckend. Ich habe letztens eine Werbung gesehen. Nein, hast du nicht. Doch, habe ich wohl. Und zwar stand da drauf, wir würden ihn gerne den Hof machen und dann halt im Hintergrund so ein Bagger und den Rohr verlegen würden wir auch gerne. Oder ein Rohr verlegen wir bei ihnen auch. Ich fand das super. Das ist gar nicht, das für eine Baufirma ist das ganz okay. Genauso wie treten sie näher auf der anderen Seite der Bahnschienen von einer Beerdigung zum Unternehmen. Treten sie ruhig näher. Dingsbusbestattung. Okay. Ich sag nur, ich nenne den Namen nicht Bestattung geschmackvoll und geschmackvolles Abschied nehmen oder so und Unternehmen ist einfach eine Fleischerei. Ja gut. Ist auch gut. Also, Chemikant, Name ist Dudettor. Also, der Nachname ist Zvetkov. Und der Vorname ist Florus. Bitte. Florus Zvetkov. So. Zum Teufel, was ist das für ein Name? Das steht im Internet, also muss es irgendwie ein echter Name sein, so wie Agaphon auch. Gott. Ich kann nicht dafür, aber ich kann nicht immer alle Oleg nennen oder so. Kein Wunder, dass die Russen so aggressiv sind. Hallo, Florus ist doch ein guter Name. Das zeigt, dass er sophisticated ist. Würdest du lieber Justin Zvetkov lesen? Florus, nee, das hat doch Klang und Schönheit, das ist übrigens eine Elf. Oh Gott. Das passt nicht zu uns. Ich kann mich schlecht als Elf tarnen. Ah, der fällt weg. Aber wir können trotzdem vorbeifahren, also. Hä? Schuh. Was, wie, wo? Was fällt weg? Naja, wir können uns halt schwierig als Elf tarnen. Wieso müssen wir uns als Elf tarnen? Na, wenn wir mit seinem RFID-Chip da durchgehen. Steht auf dem scheiß RFID-Chip drauf, Elf. Das ist eine Nummer tatsächlich. Das ist eine Nummer und hier, da wird dann nur verglichen in der Datenbank, ist diese Nummer berechtigt in diesem Ding und wenn ja, dann geht die Tür auf. Na gut. Aber ihr könnt euch eh nicht nur als, also, obwohl, wenn Kinder hinguckt, ja, das kommt da ein bisschen drauf an. Ja, ich brauche vielleicht eine Frau, aber ja, theoretisch brauchen wir drei nochmal. Na Judy, also ihr habt schon mal Florus Zvetkov, merkt euch das. Florus Zvetkov. Dann gibt's noch eine Küchenhilfe namens Svetlana. Nein, hat man so oft, ich hab schon was. So, irgendjemand darf das vorlesen. Bogdolena Mikonjevic. Sehr gut, denn den habe ich mir gerade irgendwie ausgedacht und irgendwas zusammengestückelt, was ich sonst immer so sehe. Und, Gleb hatte ich, glaube ich, schon mal, ne? Aber Gleb ist übel schön. Wir nehmen Gleb. Ne, Gleb hattest du noch nie. Klar hatte ich ihn schon, Alter. Gleb Roskajovic. Gleb ist gut. Ich mag Gleb. Okay. Den also, der arbeitet übrigens
Das ist einer der Müllfahrer, der Mülldrohnenfahrer. Geil, und vielleicht kommt der in die Garagen rein. Wie sieht denn der aus? Gibt's ein Bild? Ja, er findet irgendwann eins. Der, wie sieht denn der aus? Keine Ahnung. 1,75 groß, dicklich, übelst geiler, wie nennt man das? Übelst geiler Backenbart, der wirklich gehegt und gepflegt ist. Auch mit Bartwachs und mehr. Und die dazu passende Frisur von hier aus dem, ne, Jahrhundert da, aus dem einen, das ich da meine. Und so. Um den Hals hat er ein Tattoo in einer Stacheldrahtkette. Richtig einfallsreich. Aber bei der Arbeit natürlich ist es dann verborgen. Durch Rollkragenpullis. Durch die Uniform. Das ist bestimmt so einer, der so ein ganz harter ist. Nee, der ist ein richtig harter, ja. Der schraubt an seinem Motorrad, also das ist das Motorrad seines Vaters, das er hat von seinem Vater und der von dessen Vater. Jetzt ist es so, das hat schon beim Kauf jetzt nicht funktioniert, aber seitdem bemühen sich die Söhne, das irgendwann zum Laufen zu kriegen. Das wird bestimmt auch noch. Also ich meine, die sparen ja da immer schon ein bisschen zusammen. Und das wird auch irgendwann laufen, dann ist es die beste Maschine der Welt. Ich will jetzt auch nicht direkt sagen, es wäre eine Hipster-Maschine, aber also das ist halt ein Oldtimer, ne? Und da kann man natürlich auch nur mit alten Teilen und so, auch wenn heute Kinder mehr wissen, wie die funktionieren und so, aber ist ja egal, das ist ein Oldtimer und deswegen ist es cool. Müssen da die Heinzelmännchen ran? Also ich würde ja sagen, ja. Das können wir gleich direkt mitklauen, dann habe ich ein neues Motorrad. Bup, bup. Nee. Das war mir schon klar. Als Zweitmotorrad, von mir aus. Als Hobby halt. Als Schönwettermotorrad, um damit flanieren zu fahren. Ja. Flanieren. Aber dann kommt auch zu dir irgendjemand und sagt, boah, das ist ja voll Meta. Und der Typ ist... Nein, ist er nicht. Was ist der Typ? Naja, wenn jemand zu mir kommt und sagt, das ist voll Meta, dann ist der Typ tot. Ach so, du bist auch schon so wie Jojo, alles klar, ist ja okay. Nee, ich meine jetzt so im übertragenen Sinne. Also, ne, ach so, im übertragenen Sinne, also er lebt dann halt noch, aber er ist dann halt quasi tot. Also bei ihm ist es das im übertragenen Sinne, wenn ich sage, er ist dann tot, dann ist er tatsächlich tot. Gut, das haben jetzt alle gehört. Achso, der Chemikant C+, die Küchenschlampe C-, der Fahrer C. Na gut. Na dann. Ja, dann machen wir uns auf, oder? C+ ist tatsächlich ein bisschen ärgerlich. Naja, wir können jetzt wenigstens mal ansehen, wo er wohnt. Das sind jetzt ja trotzdem keine Luxuswohnungen, ne? Ja. Ja, ihr fahrt da vorbei und wenn ihr euch da ein bisschen Zeit nehmt, um da mal kurz zu gucken und so ein Shit, das sieht schon alles machbar aus. Bei dem müsst ihr halt ein bisschen mehr gucken mit Kameras und so ein Shit, aber prinzipiell kommt man da rein. Ist da ein Staffer-Scheck, auf den wir aufpassen müssen? In seiner Wohnung ist ein Staffer-Scheck. In seiner Im Wohnung? Im Haus! Der hat 24/7 geöffnet. Nee, in dem Haus ist eine 24/7 Apotheke, aber das ist egal, weil das Geschäft ist ja quasi neben dem Hauseingang, verstehst du, so wie das normalerweise ist. Und das Haus, da darf man ja auch, also da ist ja jetzt keine Ausgangssperre mehr nachts, das heißt, da darf man rein, das ist alles gar kein Problem. Cool. Ist ja voll Meta. Es sei denn, ihr wollt da mit gezogenen Waffen rein, dann... Nein. Achso. Okay. Dann gucken wir mal mit den Kameras und mit den Leuten und dass wir das hinkriegen. Ja, wie gesagt, das passt schon. Ihr solltet mittlerweile in der Lage sein, in sowas einzubrechen und ich werde da nicht zu viel Gewese drum machen. Vor allem bei den anderen beiden gar nicht erst, da ist halt, ja. Da sind aber Türschlösser. Also um Türschlösser werde ich immer Gewese machen, aber das ist ja eine Ausnahme. Jetzt ist so ja mit. Das muss ganz wieder lang werden. Und ich habe mich über Türschlösser in diesem Bereich gebildet. Das stimmt.
Dann das lag beim letzten Mal nur an dieser einen Schraube. Doch von der wusste ich nichts. Und die war ja auch schon halb abgebrochen. Das war. Das hat man doch voll nicht gesehen, Alter. Das war eine unsichtbare Schraube. Quasi, gefühlt. Genau. Okay, dann beachten wir alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen, die wir schon viele, viele Male davor beachtet haben. Wir nehmen einen Störsender mit. Oh, er hat einen Sprung in der Schüssel. Drohnenhaustier, und zwar ein Papagei. Ihr wisst nicht genau, wie da die KI ist von dem Ding. Boah, kann ich da kurz eine Datensuche dazu machen? Oder? Ah, gib dich mal +2. Erinnert mich mal irgendwann dran, dass ich diesen fehlerhaften Personalpronomengebrauch mir wieder abgewöhne. Welchen? Gib dich mal. Ach so. Ich hab zu viel Esterglanz gesehen. Jo, Man kann die KI nicht ist relativ passiv, reagiert hauptsächlich auf den Käufer. Das wird dann halt mit dem Bild eingespeichert in der Drohne und wird vermutlich, wenn andere Leute reinkommen, sich ruhig verhalten. Höchstwahrscheinlich, Sender hat irgendwas dran geändert, aber dann müsste er das Ding entweder nochmal bei irgendeinem Dude anpassen lassen oder selber was machen, was er vermutlich nicht kann. Also höchstwahrscheinlich wird das Ding einfach die Fresse halten. Na, dafür gibt's ja dann auch den Störsender. Das heißt, das Ding kann allenfalls laut sein, aber nichts irgendwo hinschicken. Ja. Und dann können wir dazu übergehen, diese KI mal kurzzeitig oder diese Drohne mal kurzzeitig manuell abzuschalten. Was? Können wir die dann mitnehmen? Wollt schon immer ein Haustier. Klar. Ja. Okay. Finde ich plausibel, das Ganze. Noch irgendwas Spannendes hier in der Wohnung? Also was in der Wohnung ist, weißt du nicht. Du warst noch nicht drin. Ach so, ja, wir gehen ja rein. Ach so, er macht das jetzt schon. So war der Plan. Das war doch der Plan. Weil ich dachte, der ist ja guckt, noch. Ich dachte, ihr guckt von außen und macht euch erstmal über die Lage bewusst und findet dann auch durch Datensuche und so einen Scheiß raus, dass er das hat, die ihr nebenbei macht. Ich wusste es nicht, dass ihr reingeht, naja, dann. Ach so, nee, das war so ein All-in-One-Paket. Natürlich gesetzt den Fall, dass er noch nicht zu Hause ist, weil wenn er jetzt schon zu Hause ist, ist das gar nicht so geil. Dann müssen wir das am nächsten Morgen machen. Na, keine Ahnung, ihr seid vielleicht so um 11 da und der hat Nachtschicht. Dann ist die Frage, wann seine Nachtschicht endet. Er steht auf jeden Fall jetzt zu Hause und pennt. Ist er das? Ja. Okay. Na, wenn er pennt und wir leise sind, funktioniert es trotzdem noch. Wollen wir nicht erstmal in die anderen Wohnungen vielleicht? Und der uns aufspannen auf morgen? Ja, können wir auch. Nehmen wir erstmal die anderen. So. Die Küchenschlampe. Da kann es schon sein, dass ihr dem Dude, der da unten steht, vielleicht mal ein paar Nuyen in die Hand drücken müsst. Damit ihr euch prinzipiell in das Haus reinlässt. Aber er verspricht euch dann, dass er keinen anderen reinlässt. In welchem Gebiet sind wir denn hier eigentlich? Bradievo. Okay. Dann machen wir das. Kriegt dein Kretstick in die Hand. Sehr gut. So, bei der in der Wohnung, hier wird nichts. Okay. Also, ich meine, wirklich nichts. Wie, nichts? Nichts von Interesse. Ah, okay, ich dachte gerade schon so, die hat nicht mal eine Einrichtung. Dann wäre es irgendwie... Die wohnt in C-Gebiet, das heißt, die hat einen Tisch, den du aus der Wand klappen kannst, neben ihrem Bett, das du aus der Wand klappen kannst. Dann hat die da einen Sollkugel von der Größe eines Toasters. Eines Toasters nämlich. Und dann hat die da einen Tritt und so, den du dann aus der Wand rausholst. Also, was denkst du denn? Da ist auch wirklich nichts. Trotzdem mal sicherheitshalber mal alles abschauen. Na, Schuppe auf und so weiter, wenn sie nicht da ist. Höschenjagd! Das auch. Also lohnt es sich denn? Da gibt es ein paar echt heiße Teile. Die Frau an sich, ne, die ist ja, ich will jetzt nicht sagen, wuchtig. Aber ich sage dir, die wurde als Kind bestimmt Specky Mampftonne genannt, denn Kinder sind scheiße. In jedem Fallus. Die dazugehörigen Geräte. Da denkt man zwar erst, überall Oma-Schlüpfer, aber
Wenn der zweimal Mavü ist, da hast du natürlich dann die Lackteile mit Reißverschluss und allem drum und dran. Oma weiß nämlich, was sie hier hört. Vor allen Dingen der Anusreißverschluss, der sieht aus, als wäre er öfter Benutzung gewesen. Ja, und ansonsten, was weiß ich, findet halt ein paar Dilden und so einen Scheiß, was man halt so findet bei Oma. Kekse. Jojo ist, was das angeht, recht desinteressiert. Das dachte ich mir. Ja, ist ja egal. Sie kann ja durchaus ihre Dildo-Sammlung haben, das ist natürlich okay. Ich habe kein Wort verstanden. Dann rede ich halt einfach nicht mehr mit euch. Das ist okay. Wie wär's denn mal deinen Mund auf den Mund aufmachst? Das nämlich. Hatte ich vor. Hab ich auch getan. Weiter. Ja, sie sagte, dass ich nicht mehr mit euch rede, so. Nein, dass die Dildo-Sammlung ja völlig egal ist. Also uns. Ich hab zwar immer noch nicht verstanden, was euch völlig egal ist, aber das reicht mir schon. Ist euch egal, die passt. Dildo-Sammlung. Ach so, die. Ja, klar, easy. Ich sag dir, da ist nichts. Wir wollten ja auch nur auf sie warten. Genau. Ach, das wollt ihr jetzt machen. Ich dachte, ihr wollt noch in die dritte Wohnung und nicht auf sie warten, aber okay, ihr wartet auf sie. Ich wollte mir Zeit vertreiben eigentlich. Je nachdem, wann sie halt nach Hause kommt. Aber wenn sie Küchenschlampe ist, wird die irgend so eine merkwürdige Zwischenschicht haben. Viel Spaß mit den Dildos, wenn du die Zeit betreiben willst. Es ist halt eine Einraumwohnung, ne? Und ein Klo und wirklich nur ein Klo und die Dusche, wie macht man das mit der Dusche? Dusche ist Gemeinschaftsduschen im Haus. Auf jeden Fall könnt ihr euch zu dritt auf dieses Bett setzen. Naja, theoretisch, es gibt sehr, 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 sehr kleine Badezimmer, wo du quasi neben dem Klo direkt duschen kannst, wo du mal das ganze Badezimmer hast. Das ist schon recht, aber das ist ein Klo und Gemeinschaftsduschen. Nice. Das stimmt. Also sitzt er so dreht auf diesem Bett. Ich sag jetzt nicht, dass eng ist, aber Gaban hat ja dicke Backen. Und jetzt dann Abend Feuertopf essen? Na sicher. Selbstgemachten. Ich war in der dritte Wohnung. Ja. Weil es bringt jetzt eigentlich nichts, ewig zu warten. Ja, wie gesagt, wenn es total sinnlos ist, weil sie erst in 5 Stunden nach Hause kommt, dann warte ich auch nicht auf die. Ja, die kommen, was weiß ich, in 3 Stunden oder so. Ich könnte da schon warten, aber langweilig. Ich sage nur, dass es eng ist. Und mittlerweile stinkt. Plus? Ich dachte ja nicht, dass er jetzt erwartet, aber wenn ihr da so, sagen wir mal, 20 Minuten wartet, ne? Dann mal jemand beiläufig aus dem einzigen kleinen Fenster guckt, was da gibt. Einfach, um mal vom Bett wegzukommen. Weil sich ja auch Kontaktschweiß bildet und sowas, ist ja alles nicht schön. Der Typ da unten, der euch versprochen hat, dass da kein anderer reinkommt, der meint das halt ernst. Wow. Ach, der ist dumm. Nee. Oma Hilde Krubotschwlev darf jetzt halt nicht rein. Jojo geht das klären. Sehr gut. Oma Hilde Krubotschwlev darf rein. Und wartet unten draußen. Ach so. Ein Weilchen. Na gut. Nach weiteren 2,5 Stunden. Unterhält sich zur Not mit dem Typen. Ich sag mal, kannst du machen? Der ist echt nett. Der ist wirklich nett, ne? Aber das ist halt auch so einer, der Trump gewählt hätte. Auf jeden Fall los. Dann kommt irgendwann Bogdolina. Mikonievich. Nach Hause. Dann geht die hoch. Wir werden selbstverständlich nicht wissen, dass sie kommt. Ha! Du siehst sie doch, du bist da unten.
Ach ja, stimmt. Dann schreibt Jojo den anderen beiden eine Nachricht. Ey, die Alte kommt jetzt. Stellt euch mal ein bisschen zur Seite, damit ihr euch nicht sofort sieht. Das geht nicht. Also doch, einer kann in den Kloraum. Ja, das funktioniert so nicht. Das ist nicht gut. Ich gehe in den Kloraum. Hä, naja, dann zieht halt einer eine Knarre. Ach, egal, Kaban kennt das schon. Genau. Schreibt nichts weiter. Ich ziehe halt eine Knarre. Das ist halt, und, halt sie ich einfach. Ich bin im Kloraum. Okay. Sehr gut. Ja, da kommen sie nach oben, schließt ihre Butze auf, tritt ein. Hallo, ich habe auf sie gewartet. Treten Sie doch ein. Polizei! Ich klappe hier hin. Ja, warte mal kurz. Ich hole sie näher ran. Ja, okay, dann. Ich wollte gerade überlegen, ob sie auf ihren Stummeln weghumpelt, aber sie musste sie wohl rennen holen, okay. Na, Jojo kommt irgendwann auch ein bisschen mit einem Abstand hinter ihr hoch, so ist das nicht. Sie möchte das Gespräch ja nicht verpassen. Vergewaltigung! Vergewaltigung! Nein. Seien Sie. Nein, ich habe heute keine Vergewaltigung für Sie. Davon träumen Sie vielleicht nachts, aber nein. Sie arbeiten in dieser Firma, richtig? Haben Sie gefurzt? Beantworte meine Frage. Ich drücke die Pistole gegen die Stirn. Ja, ich arbeite da. Na guck. Als was? Ja, Sie müssen Ihren Satz schon beenden. Als was? Als was? Na, hier, wie nennt man das in Konzernsprache? Warte. Food und Hygienics Manager. Gut. Wohin kommen Sie? Wie dürfen Sie laufen? Mit Ihrem schönen RFID-Chip. Wo ist der überhaupt implantiert? Ich gehe mit dem... Im Unterarm. Im Unterarm. Links oder rechts? Da müsste ich jetzt mal in meinem Vertrag nachsehen. Dann machen wir halt beide auf. Ist die Tür eigentlich offen? Sie hat nicht abgeschlossen. Ja, sie ist halt wieder geschlossen, aber nicht abgeschlossen, weißt du? Ich sag mal so, selbst wenn, schreibst du jetzt gerade eine Nachricht, lass ich mal rein, gehst rein. Ja. Gut. Jojo geht rein und schließt die Tür hinter sich. Gruppenvergewaltigung! Guten Morgen. Möchtest du den Chip rausnehmen oder soll ich? Chip rausnehmen? Ach, den Chip. Explodiert der da nicht? Who cares? Mal ein paar grundsätzliche Fragen. Bei euch hat so ziemlich jeder irgendwelche Karten, irgendwelche Chipkarten und so weiter und so fort. Die werden aber selten rausgeholt, warum nicht? Ich nehme übrigens das Umlenker. Ja, was weiß ich, seit 2 Monaten oder so muss man nicht mehr, geht die Tür auf. Und wie? Ja, was weiß ich, die Tür geht auf. Ach komm, was weiß ich, die Tür geht auf, so blöd bist du nicht wirklich, oder? Du stierst in ihre toten Augen. Mit meinen toten Augen. Ihr Bulldoggengesicht flatscht noch etwas weiter nach unten, als sie nachzudenken scheint. Die Frau ist ja jetzt nicht per se dumm. Aber denkst du denn, die geht zum Sicherheitschef und sagt, warum muss ich außen meine Chipkarte nicht mehr benutzen? Es wird dem Lohnsklaven beigebracht, dass er sich in die obwaltenden Umstände zu fügen hat, und sie fügte sich. Ja, das dachte ich mir, dass sie darauf keine adäquate Antwort hat, aber Jojo darf doch wohl mal jemanden beleidigen, ohne dass ich mich vor dir rechtfertigen muss. Nein. Achso, ich dachte nicht, dass du das... Ich dachte, du meinst es jetzt ernst, die Frage. Nee, ich weiß das nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen. Da müssen sich die Verantwortlichen kümmern. Ja. Okay. Gut, seit 2 Monaten ist das so. Ja, oder 3 oder so. Okay, was hat sich da geändert? Na, irgendwas muss sich ja geändert haben. Oder gab es einfach neue Schließanlagen oder was war da?
Margreschka, die alte Hure, hat, glaube ich, da mit dem Chef des Küchen, des Food-Personals, hat die da was angefangen, das Flittchen. Alter, ich will jetzt keinen scheiß Büroklatsch hören. Bin sofort wieder da. Man geht aufs Klo, wo Xu ist. Geh mal kurz raus, ich muss mal einen abdrücken jetzt. Nein. Aber. Na, aber. Das war da. Na gut. Schade. Also. Dann guck mal in deinem. Ah, ne, wo ist jetzt der Scheiß-Chip implantiert? Im Unterarm. Ja. In welchem? Weiß ich doch nicht mehr. Mach mir die Unterarme frei. Macht sie. Konnte man nicht diese Signale abfangen irgendwie? Nur wenn es benutzt wird, ansonsten ist es inaktiv. Okay. Sieht man da irgendeinen... Nope. Keine Narbe oder sowas? Irgendwie nope. Müssen die Dinger doch da rein. Jupp. Wie haben die das da reingekriegt? Mit so einem Gerät. Es hat höllisch wehgetan. Dann musst du ja noch wissen, wo es dir wehgetan hat. Oh. Sie scheint ernsthaft zu überlegen. Ich schreibe ihr einfach mal die Nachricht. Sie soll mal das Gerät beschreiben. Wie sieht das Gerät aus? Wien? Sieht aus wie ein Föhn, aber flacher und ohne Griff, aber dann hinten mit so einer mit so einem Kabel und dann aber ganz anders vorn, also dünn und mit so einem mit einer kleinen Zange, aber dahinter ist dann oder war das? Ich google diese Angabe. Zwischen 1,60 und 1,90 groß, blau und braunblonde Haare, ich verstehe schon. Also ich sag mal, du googelst diese Angabe, da wirst du auch eine Menge bei Dr. Baryshnikov finden. Da gibt's experimentelle Befriedigungsgeräte, die müssen doch Shit sein. Da will ich richtig. Sehr gut. So, in deinem Arbeitsvertrag steht das, dann sag mir mal, wo das ist. Du musst da deinen Arbeitsvertrag haben, irgendwo. Ja, auf meinem Comlink. Passwort. Ich gebe dir das. Was wollte Daddy sagen? Ich halte das Comlink, also ich halte das Comlink hoch. So nach dem Motto, ich hab das. Molle Bienchen. Das wie schreibt Passwort man das? Ist entsperrt. So mit Spracheingabe. Sehr gut. Jojo, such mal nach dem Arbeitsvertrag. Dann machst du jetzt mal Datensuche -3. Du wirst mir sagen, du hast 4 Würfel auf Datensuche? Okay. Nein. Achso, okay. Ich habe aber keinen Erfolg. Keine Ahnung. Also ihre Ordnung da scheint nicht besonders, ne? Oh Gott, wo ist denn das Ding? Hast du schon mal was von Verzeichnissen gehört? Ja, habe ich doch hier wichtig, sehr wichtig, unwichtig, ein bisschen wichtig, zu vernachlässigen... Und wo ist dein Arbeitsvertrag? Gibt's da keine Sucheingabe? Doch. Wenn du da reinschreibst Arbeitsvertrag, findest du nichts. Warte. Sie sucht da ein bisschen rum. Findet schließlich ein Dokument unter Horizon Pro Videos. Und eröffnet das. Und da steht dann, dass sie keinen Zugriff auf ihren verdammten Arbeitsvertrag hat, außer er wird zur Verhandlung freigegeben und dann darf sie sich den mal kurz angucken, die Änderungen. Oder wenn sie irgendwas an den Änderungen mal schnell unterzeichnen muss und dann wird er wieder vor ihr verwahrt. Denn Rabutnik ist jetzt ein Doppel-A-Konzern. Da muss ja einiges umstrukturiert werden. Das ist nur vorübergehend, die nächsten 3-4 Jahre. Plus 5. Gut, junge Frau. Ich schlage vor, dass Sie sich jetzt ganz schnell erinnern, wo dieser Chip implantiert ist. Ansonsten schneide ich Ihnen die Unterarme auf und suche danach. Ja, gut.
Scheint aber ich geholfen zu haben. Links. Nee, rechts, rechts, rechts. Jetzt weiß ich's, rechts. Und wo rechts? Ich zeige dir die Stelle kurz hinterm Handgelenk. Aha. Jojo, tastet das mal mit den Fingern ab, um zu fühlen, wo dieses Ding ist, weil so tief werden die das ja auch nicht reinschießen. Dann mach doch mal Medicine und Intuition. Das kann ich nicht. Dann machst du mal Intuition minus 2. Das sind 2 Würfel. Höchste Patzerwahrscheinlichkeit, sagst du? Nein, nicht mehr in SR5. Scheiße, das stimmt. Die höchste Patzerwahrscheinlichkeit mit einem Würfel. Das stimmt. Ich habe einen Erfolg. Dann wirst du ihn fühlen. Fühlt sich komisch an, aber es mag ihr Speck sein. Aha, da ist er ja. Doch, das kitzelt. Jojo wirft dir einen Blick zu, der sagt... Sie hat ganz schön große Pupillen. Nee, ganz schön kleine. Die? Achso, die hat wieder zu viel Kaffee getrunken, ne? Das könnte sein. Das kennt man ja. Gut. Jojo schreibt gerade an Carbon und dann zu eine Nachricht. Erledigen wir das jetzt ein für alle Mal? Wir sollten keine Spuren hinterlassen, oder? Ja. Jo. Ist allerdings ärgerlich, wenn der Typ da unten, ne? Was? Naja, dann müssen wir den halt auch mitnehmen. Den können wir auf den Burger einladen. Was? Den können wir ja auf den Burger einladen oder so. Und dann im Auto erschießen? Wow. Du hast dir doch schon das Spray bestellt. Das kommt aber erst morgen. Also ich sag mach mal, dein Problem Express-Lieferung plus 40 Nuyen an den Ort deiner Wahl innerhalb der nächsten 2 Stunden. Kann ich das schon vorhin gemacht haben? Eventuell? Du kannst es auch jetzt noch machen. Dann kostet es halt jetzt 60 Nuyen, wenn du es jetzt noch nachträglich machen willst. Würde trotzdem noch 2 Stunden dauern, oder? Ja. Verdammt. Das dauert ja auch noch, wir sind ja noch nicht fertig. Dann wird es gemacht und die Sitzung wird fortgesetzt. Sehr gut. Gut. Wir sollten die vielleicht mit runternehmen, das ist klüger. Und direkt irgendwo hinfahren, wo wir sie entsorgen können. Mein Paket kommt erst in 2 Stunden, können wir im Moment hier noch warten? Es kommt ja wohl nicht hierher. Ja, es kommt zu meiner Wohnung. Okay. Ja. Siehst du. Gut. Wir machen jetzt gleich einen kleinen Ausflug. Oh, keine Sorge, es wird dir gefallen. Sie wirft dabei einen Blick auf Kaban und Xu. Ich bin noch im Klo. Und Kaban. Oh ja, er wird sich ganz besonders gut um dich kümmern. Keine Sorge, ich bin nett. Ist er wirklich? Gibt's einen Hinterausgang für das Haus? Es gibt einen Seitenausgang. Dann lasse ich dahin das Auto hinfahren. Okay. Und guck mal über die Kameras, wie es da aussieht. Nicht, dass da auch noch so ein Typ steht. Nee, oder das sind Street Kids. Und damit meine ich nicht die militante bewaffnete Sorte, sondern die Arme.
die sich bald verhuren wird in den nächsten Wochen. Okay. Dann warte ich noch. Auto wird aber in Richtung Hinterausgang geparkt. Ja. Und ihr kriegt noch eine Nachricht, Auto steht am Hinterausgang oder sowas. Jo, den Typen sammeln wir dann am besten auch gleich irgendwann ein. Das mit dem Burger ist eine gute Idee. Immer wieder, wieder so. Alter, Daddy, ich muss gestehen, ich verstehe heute von dir echt nur die Hälfte. Ja, irgendwas ist mit deinem Mikro scheiße. Oder du schlecht. Hast es wieder auf, weiß ich nicht, ans Ohr gedreht oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, ich hab das so eigentlich die ganze Zeit so. Oder irgendwas mit deinen Soundeinstellungen scheiße. Oder ich hab zu viel Krachmusik gehört. Das kann auch sein. Also es ist schon schlechter als sonst, aber ich meine, ich verstehe es die meiste Zeit noch. Sehr gut, dann musst du es für mich übersetzen, wenn ich keine Ahnung habe, was ich mir erzählen will. Ja. Ja, wir warten ein bisschen und irgendwann wird die Oma halt dezent. Das Comlink wird dir wieder abgenommen. Und die Sprachsteuerung ausgeschaltet. Jawohl. Und das Comlink, ausschalten wäre jetzt echt eine blöde Idee. Aber dafür haben wir einen Störsender. Jojo meint er nur zu denen, bringt die gleich mal runter ins Dingens, dann gucke ich mal, dass ich den Typen irgendwie klar mache. Jo. Also ihr bringt die runter. Dann gehe ich nach einer Minute hinter denen her. Okay. Ja, Kaban bringt sie runter durch den Seiteneingang. Schon und Jojo geht Xu vorne raus. Und Xu kommt dann vorne raus. Vorne raus. Okay, so. Du trittst mit ihr durch den Seiteneingang, sagst du. Jupp. Vergewaltigung! Vergewaltigung! Ich hau ihr ins Gesicht. Ja gut. Dann wird's aufhören. So, gut hab ich gesagt. Dann wird sie laut anfangen zu schreien. Nee, halt ihr den Mund zu. Ich bin eh stärker als die. Das stimmt. Sie versucht dir in den Mund zu beißen. Das Auto fährt vor. Das Auto ist ja vorgefahren, ja. Du kannst auch für ihn öffnen, er kann sie auch reinstoßen. Stoßen. Die Tür schwingt zu. Nachdem Kabanten drin ist. Dann hau ich sie bewusst los. Ja gut. Dann hört sie auf zu schreien. Hörte man das auf der Seite des riesengroßen Hauses, wo wir sind? Wahrscheinlich. Ja. Echt? Hab ich gesagt, das ist riesengroßes. Dann gibt der Van Gas und fährt einmal ums Haus. Okay. Da kann ich jetzt vergessen, den Typen dazu überreden zu wollen, noch ein Burger essen zu gehen. Was ist denn da jetzt los? Keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Ja gut, die Stimme von der Ische wird er ja nicht kennen. Und habt ihr alles? Ja. Hat sich erledigt, du hast uns nie gesehen. Nee, Mann, da war ich nett, Geschäfte zu machen. Klar. Komm mal wieder. Willst du noch mit was essen gehen? Ja, klar. Okay. Ich war davor nur noch gar nicht fertig mit die Sache. Das müssen wir eigentlich noch zu Ende diskutieren. Ja, können wir beim Essen machen. Ja, das ist eine gute Idee, ich hab richtig Hunger, aber ich kann ja eigentlich gerade gar nicht weg. Du kannst ja nicht weg. Kannst du da mal hier kurz aufpassen? Ja klar, ich passe ja auf. Du musst nur aufpassen, dass ja keiner ankommt, der aussieht, als würde er Stress machen, und wenn da jemand kommt, dann pullst du ihm die Fresse aus, das sieht aus wie so, keine Ahnung, so Worry-Typen, dann rennst du einfach ganz schnell weg, okay. Okay, weißt du Bescheid. Ich passe ja auf. Mach dir keine Sorgen. Ey, Mann, das übel nice von dir, Mann. Aber ist richtig cool. Richtig cool. Ich glaube, ich auch mal irgendwann ein, aber erstmal muss ich mit der Schnecke das noch zu Ende, Alter. Also ich habe so, ne? Danke. Jojo schreibt, kam eine Nachricht, komm mal mit dem Auto rum und verstau die Alte anständig. Ich verstau sie im Kofferraum. Ihr seid im Van.
Ja, im Kofferraum. Der ist größer halt. Achso, ich denke, da war sie von Anfang an drin. Ja, ja, das ist so, ich schaue sie da hinten, decke sie zu, setze mich da hinten auf die letzte Sitzbank und sag ihr, hinten ist gesperrt, steigt vorne ein. Okay. Jojo, schau den Typen an und dann komm. Okay. Sie steigt vorne ein. Ja, aber das Auto erstmal fährt das Auto noch dorthin, wo Xu es will. Ich schick's zu Jojo. Das ist so schön, wie wir das wieder klauen. Das hat der Spielleiter mit Absicht gemacht, deswegen hat er dem Typen auch gesagt, er möge bitte aufpassen. Also hat er dem Typen, den Typen sagen lassen zu Xu, dass er bitte aufpassen möge. So, jetzt also ich glaube, ihr verdreht gerade ein bisschen die Dinge. Es ist nicht so, dass ihr das Auto klaut. Es ist vielmehr so, dass Xu euch voll in der Hand hat, ihr Lappen. Ach so. Es ist also, wie wollt ihr denn rauskommen, wenn es ernst wird? Er macht die Türen zu. Ich wollte, Xu, die hat mich noch Zugriff auf dein Auto. Hast du doch schon längst. Cool. Wenn er eingerickt ist, dann überschreibt das eh jeden Zugang, dann ist egal. Also gut, du wirst dann vor dem Beamer einsteigen. Dann fährt der Van weiter. Gut. Und ich ruf mir ein Taxi. Sehr gut. Wir fahren. Folgen Sie dem Wagen. Hä, das ist doch Drohnen-Taxi. Muss nicht. Gibt doch noch normale Taxis. Das ist ein normales Taxi. Ja, was cool. Was ist denn das? Das ist hier ein Actionfilm? Wollte ich schon immer mal sagen, tut mir leid. Ich wollte Im Auto war kein Platz mehr. Ich wollte da schon immer mal auf so eine Scheiße hören, Alter. Wir fahren ein bisschen nachher. Also voll unauffällig oder voll auf Verfolgungsjagd? Was willst du denn, Alter? Unauffällig. Verfolgungsjagd hätte auch extra gekostet. Geil, mach mal. So. Er verliert den Wagen, das ist ja so witzig. Also. Ich sag mal so, der macht das ja auch nicht schlecht. Und ihr habt eh keinen Zugriff auf die scheiß Kameras von dem scheiß Auto. Du bist auch dabei, das ist voll gut, Mann, weil mit dem, also da kann ich das gleich mehr erzählen. Das ganze Problem, was wir da gerade haben, so, das kommt nämlich daher, weil diese ganzen Parasiten von Horizon und so und von den ganzen, weil diese ganzen Parasiten halt die hart arbeitenden Leute wie dich und mich, die machen die voll fertig. Weißt du, ich bezahle voll viel Steuern für so Scheiß wie, keine Ahnung, so Krankenversicherung für irgendwelche Penner und irgendwie Schule für irgendwelche Spasten und so. Aber es ist ja eigentlich nur so, ne? Jeder, wenn du dich nur richtig anstrengst, dann kannst du alles schaffen, weißt du? Hier, you can do it, wenn du es wirklich willst, Alter. Das stimmt nämlich einfach. Da gibt's einfach Erfolgsgeschichten vom Tellerwäscher zum dann hast du richtig viel Geld. Und wenn jeder einfach mal einen Finger aus dem Arsch ziehen würde, jeder kann es schaffen, Alter. Du kannst es schaffen und ich hab's ja quasi schon geschafft, weißt du? Ich habe auch die Schule nicht zu Ende gemacht, Mann. Und, aber da habe ich mich auch nicht richtig angestrengt. Voll die Kacke, Alter, Drogen und so ein Shit. Ist ja scheiß. Und jetzt bin ich halt hier und bin quasi bei so einer Art Sicherheitsfirma und verdiene einfach meine Kohle. Und das kackt mich halt übelst an, dass ich dafür so Scheiße dann irgendwie zahle, wie auch so alte Leute und so ein Scheiß und jetzt auch nicht gegen Orks und so. Aber wenn da so viele arbeitslos sind, das ist auch übel Scheiße, weil wenn die aufhören würden zu heulen, wie schlecht es ihnen geht, sondern einfach arbeiten würden, so wie du und ich, dann gibt doch für jeden Arbeit so, weißt du? Jo, wir lassen ihn einfach weiterreden. Sie hat einen Störsender angemacht. Er redet weiter. Ja, man fährt irgendwo hin, wo man dann hinfahren kann für solche Sachen. Ey Leute, wie weit wollten ihr wegfahren? Wir wollten ja nur was essen. Ja, stimmt, aber... Aber ihr bringt mich schon zurück dann. Ja, klar. Egal. Was denkst du? Ja, keine Ahnung, hätte auch sein können, ihr seid übelste Wichser. Die mich ja nur auf dem Essen einladen, aber mich da nicht zurückbringen, das finde ich auch übelst scheiße. Das wäre auch übelst scheiße, sehe ich aus wie ein übelster Wichser, oder was? Nee. Siehst du? Du auch nicht. Ach so, der sieht mich. So, Ich dachte, du bist hinten geblieben. Ja, klar.
Dann war dieses, das hättest du mir während dieses Gesprächs ja mal sagen können. Das hat er doch vorher gesagt. Das habe ich beachtet. Er redet also mit dem imaginären Ork, der noch da ist. Ist auch nicht so schlimm, bei dem kann man alles so trauen. Obwohl, warte mal, ich habe dich nie direkt angesprochen. Passt alles, gut. Eben, ich weiß gar nicht, warum du gerade so bist. Aha. So, ihr fahrt mit dem irgendwo hin. Naja, wo man halt für so ein Business mal hingeht. Okay, dann, wenn wir da sind, und halten wir irgendwann an. Hier gibt's was Geiles zu essen? Yep. Okay. Ich warte, bis ich halt zwei Türen... Geheimtipp höre, von einem Kumpel von mir. Die, ich warte halt auf zwei Türen, die zusammen zugeschlagen werden, und dann gehe ich die Seitentür natürlich auch auf. Okay. Dann lasse ich das Taxi an der Querstraße halten, wo sie abgebogen sind, und drückt dem Taxifahrer so 80 Nuyen in die Hand, ein bisschen mehr, als er bezahlt bekommt. Bester Tag ever! Dann fährt er weg. Gut. Aloha-i. Ich muss doch hinlaufen. Bin noch gar nicht da. Das ist richtig. Aber ich sag das halt zu dem Typen, der mich wahrscheinlich etwas irritiert anguckt. Ich dachte ja so, dass wir so ein... Date? Nee, eigentlich auch nicht. Keine Sorge, ich hab meine eigene Freundin dabei. Ich zieh die Bewusstlose da auf. Wow! Wäre gut! Jetzt muss er einen Headshot bekommen. Quark, er muss keinen Headshot bekommen, wir hören einen Störsender an. Ah, oh, Mann. Komm mal mit. Jo, ist mir das gerade zu abgespaced. Mitkommen! Ja, ist mir echt zu abgespaced. Mitkommen. Die Türen des Wagens schließen sich. Der Wagen fährt weg. Hey, Leute, ich bin da mal weg. Er geht. Nee, ich halte meine Pistole hoch. Also, ich zeige ihm meine Pistole. So, mitkommen. Das ist mir schon mal passiert. Weißt du, was das Ding ist? Das Ding ist nämlich, warum soll, wenn... Du, mach ich nicht. Jojo, es kennt ihn mal, sodass er das sieht. Ja, gut. Gut. Dann würde ich mal Folgendes vorschlagen. Deli, Inni minus 3. Jojo, Inni. Was ist mit mir? Bitte zu? Ich müsste jetzt langsam ankommen. Achso, du, Inni minus 2. Also ich bin dann bei der 14 dran. Wie war das nochmal mit Inni? Ein Würfel und dann addieren Geschick und Reaktion. Intuition und Reaktion. Das ist gewürfelt eine 4, okay. Habe ich Ehre. Na gut. Gaban. Mhm. Die Askentin, und du siehst, dass er sich gleich auf sie stürzen wird, um mir den Hals umzudrehen. Ich hab meine Pistole in der Hand, dementsprechend schieße ich mir ins Knie. Moment, du hast doch gesagt, du zeigst ihm die. Nicht, dass du sie, also ich dachte, du nimmst so deine Jacke und zeigst, guck mal, ich hab eine Knarre. Naja, ich wollte sowieso gleich zwei Menschen erschießen, also dementsprechend hatte ich gedacht, dass ich sie in die Hand nehme. Na gut, ich erlasse dir freie Handlung, alte fallen lassen, aber einfache Handlung, Waffe bereit machen, müssen wir jetzt schon machen. Na gut. Dann machen wir das und dann habe ich noch eine einfache Handlung, schießen mit meiner Halbautomatik. Okay. Und das wäre quasi dann... vier Erfolge auf der...
Na gut. Ihm fliegt das Bein ab. Hä? 10, 9. Hä, der lebt doch noch. Also, du schießt ihm in den Brustkorb und er fällt um. Oder so. Oder wo wolltest du ihn hinschießen? Ich hätte eigentlich ins Bein gedacht. Ach, echt, aber ins Bein? Du wolltest ins Bein schießen? Ja, wenn nicht, warum nicht? Hat er gesagt. Also dann hab einfach das nicht gehört. Okay, du schießt ihm ins Bein und sein halbes Bein fällt ab, ja. Also du hörst Knochen splittern und dann, keine Ahnung, das Austritt, die Austrittswunde, keine Ahnung. Da kannst du halt Jojos Faust durchstecken. Das hätte so einfach sein können. Kommst du jetzt die Meter noch mit oder stehst du gleich hier? Jetzt ist es eh egal. Nee, warte mal kurz. Also erstmal ist nämlich Didi dran. Kaban zieht seine Waffe und schießt auf den Typen. Mitten auf der Straße. Ich meine, das ist jetzt an einer abgelegenen Stelle, aber wow. Mitten auf der Straße, Alter. Kann nicht. Mit der anderen. Noch nicht Hand einmal mit einem Schalldämpfer. Doch, mit einem Schalldämpfer. Die haben, glaube ich, immer Schalldämpfer drauf. Ah, nee, ja, da. Ach Gott, der hat einen Schalldämpfer. Er wusste ja, was passiert. Komme ich rechtzeitig ran? Um was zu tun? Um auch nochmal nachzusitzen. Ja, du kannst prügeln die sich darum, wer den Typen killen kann. Also du kannst so 10 Meter davon weg... Kill XP! Wurfmesser, ja. Du kannst so 10 Meter davon wegbleiben und ihm ein Wurfmesser ins in den Hals werfen oder so, ja. Okay. Also, Kaban schießt ihm ins Bein, sein Bein fliegt weg. Ihr fangt an, anzusetzen, mit ihm zu reden und ihm fliegt ein Wurfmesser in den Hals. Classic! Und dann machen Kaban und Jojo... Mal Schadenswiderstand minus 2. Was? Das war nicht. Nee, Entschuldigung, ihr macht ihr nicht, war falsch. Ihr nehmt 6 Würfel und dann würfelt ihr die am besten, ja. Ernsthaft? Willst du mir jetzt sagen, der hatte irgendeinen Scheiß? Nee, ich will, dass du diese 6 Würfel würfelst. Achso, Daddy hätte eigentlich nur 4 gehabt. Ach, ist jetzt auch scheiße, ja. Also, der hat 3 und du hast 5, sagst du? Ja, je nachdem, welche du bei Daddy abziehen willst. Na gut, also. Ich glaube, so einen guten Wurf werde ich lange nicht mehr haben. Erstens, aus seinem Hals tritt Gas aus. Ihr springt vermutlich weg oder sowas. Keine Ahnung. Den wegzutreten wäre vermutlich... Ich bleib stehen. Ja, du bist noch weit genug weg. Du bist ja eh außerhalb dieses Gases. Jojo, es schmeckt einfach, als hättest du einen tiefen Zug in so einem Hallenbad genommen. Aber ansonsten... Und Chlor. Es tränte ein bisschen in Augen. Es ist kein Chlor, aber es ist ein guter Vergleich. Das Einzige, was fehlt, ist so ein Pflaster, so ein Fußpflaster. Auf jeden Fall... Es tränt auch ganz schön in den Augen, aber sonst ist okay. Kaban, ich würde jetzt nicht sagen, dass du direkt kotzen musst. Aber dir wird schon ganz schön schlecht. Ja, ich gehe noch mal ein paar Schritte weg. So, was ist das? Spielleiter. Wir sind ja in der langen Geschichte der Gangzugehörigkeit und alle möglichen mit einigen Dingen in Kontakt gekommen, auch außerhalb der Spielzeit. Ist das ein Gas, das wir kennen? Ist das sowas Banales wie, keine Ahnung? Ich sag mal, du hast noch nichts am Geschmack erkannt. Es ist farb- und geruchslos. Aber es tränt in den Augen. Also Es brennt quasi auf den Schleimhäuten. Es gibt ja echt wenig Gase, die das tun würden. Könntest selbst Methanol verdampfen oder nicht? Aber Methanol brennt nicht auf den Schleimhäuten. Nicht? Nein, die ganzen Lösungsmittel brennen nicht auf den Schleimhäuten. Ja gut, dann ist es Methanol mit Chili-Pulver versetzt. Das könnte immer noch 1000 Sachen sein. Ah, Tränengas. Es ist kein Tränengas, dezidiert nicht. Und du hast keine Ahnung von Chemie. Nein, natürlich nicht, aber Jojo hat mit Sicherheit schon mal in ihrem Leben Tränengas abbekommen. Deswegen es ist kein Tränengas. Okay, das wollte ich nur wissen. Okay, es ist irgendein komisches Zeugs. Ich möchte mir den Zaubergift widerstehen angedeihen lassen. Kannst du machen, also wäre irrelevant. Hättest du machen müssen, bevor du exponiert bist.
Okay. Du kannst die Symptome lindern. Das kannst du machen, ja. Ja, das meine ich. Okay, du hast keine Symptome, außer ein bisschen tränende Augen. Okay, dann gibt's nichts, was ich machen muss. Na, höchstens für Kaban, ne? Ja. Da ist jetzt nur das Problem, wie viel Essenz hast du noch? Ja, ja, Kaban tut, ist extrem schwer irgendwie zu dingsen. Essenz, nicht so wichtig, sagst du. 2,5. 2,5, also würdest du da nur läppische minus 3 bekommen. Ja, ja, ich, also bei Kaban solche Heilungssachen zu machen, war für Julius schon immer ein Traum. Ich sag dir nur, was du machen könntest. Ja, das ist mit, also Jojo weiß schon, dass das bei Kaban immer schwierig ist. Fast doppelt so schwer wie bei anderen Leuten. Ich sag nur, was du machen kannst. Im Auto ist ein Medikit. Oh ja, gute Idee. Ich hab einen eingebauten Vitalmonitor. Kann der mir sagen, ob ich irgendwas Gefährlichem exponiert bin? Du hast einen eingebauten Vitalmonitor? Ja. Ihre Eltern haben damals auf sie geachtet? Nein, nicht meine Eltern, aber ich habe mir meine Datenbuchse und den ganzen Scheiß ausbauen lassen und habe doch stattdessen einen Vitalmonitor bekommen. Hm. Na gut, er wird Folgendes sagen. Er gibt dir eine Stoffformel. Er sagt dir, dass dieser Stoff verboten ist, dass du einen Arzt aufsuchen sollst, aber dass du nicht in Lebensgefahr bist. Dann werde ich mal eben gucken, was das für ein Zeug ist. Du nimmst die Stoffformel und tust in die Matrix. Ja, der wird mir ja nicht nur die Stoffformel, sondern auch einen Namen dazu sagen. Nope. Dann nehme ich die Stoffformel und tue sie in die Matrix. Dann zeig mich mal diese Datensuche minus 2. Ich habe 2 Erfolge. Mann, ihr macht alle überhaupt nicht. Schickt euch mal, ihr springt alle rum, ihr Hesse und Schweine. Das ist Neurostan. Neurostan? Hm. Das brennt? Bei mir schon. Okay. Na gut, das ist nicht weiter dramatisch, glaube ich. Also wenn, dann würde ich jetzt schon auf dem Boden liegen, wenn es dramatisch wäre. Ja. Gut. Haben wir das nicht auch schon mal benutzt? Nein. Doch, wir haben das schon mal benutzt. Nein. Okay. Habt ihr nicht Narkojet benommen? Oder irgendein anderes Tränengas? Ist ja auch völlig egal. Ja, völlig Wurst. Okay. Ich warte. Dann sagt sie zu Karma, alles klar, ist nur Neurus, dann passt. Das Gas wird sich dann auch innerhalb von einer Minute oder so verziehen, dass das Xu näher kommen kann. Ich warte nochmal 20. Okay. Ja, zweite Person wieder schossen. Ja, wir sollten das vielleicht irgendwo anders tun. Ich stell mir vor, die so noch halb im Auto hängt mit den Beinen. Er schießt sie ruhig im Auto, sorry. Nein, ich wollte eigentlich hierher, weil hier ein leerstehendes Gebäude ist. Na dann. Ich schleife sie ins Gebäude. Sehr gut. Die körperliche Anstrengung führt dazu, dass du dich doch mal kurz übergeben musst. Ich würde mir vorsichtig wieder mein Wurfmesser holen, wenn das möglich wäre, ohne dass ich sterbe. Ja, ja, also ich meine, man hat gehört, dass da hier ein Ventil war und so, und du hörst dann, dass das Gas weg ist irgendwann. Wir transportieren sie hinein. In diesem Haus gibt es einen Gulli-Zugang. Man kennt es. Der berühmte Gulli-Zugang im Haus. Nein, aber vielleicht ist ja irgendwie eine Lagerhalle oder im Hinterhof, oder auf jeden Fall gibt es einen Zugang zur Kanalisation. Denke ich mal, so dass man die Leute auch entsorgen kann. Die Gule freuen sich dann. Jetzt passt mal auf, das Haus hast du doch deswegen ausgenommen, weil es direkt neben der Moskwa ist. Das heißt, du schmeißt sie einfach rein, oder was? Oder so. Da ist halt ein riesiger reißender Fluss, haust du rein. Ja. Ist weg. Also ich meine, Fire riesig und reißend ist ein bisschen übertrieben, aber schon groß genug. Ja. Fire und Pocket halt. Bisschen beschweren und dann ist gut. Bisschen auseinanderschneiden und dann... Das waren eigentlich die Schiffsmotoren.
Naja, auf jeden Fall müssen wir, also holt Jojo bei der Alten noch den Chip raus. Und ich schnapp mir noch von dem Typen sei Comlink, wenn er eins hat. Okay, da hätte ich jetzt aber ja nochmal eine Medizinprobe minus 2 von Jojo. Was? Ja. Ich hab immer noch kein Medizin. Du könntest auch auf, oh Gott, wie heißt denn jetzt, Kybernetik ausweichen. Hab ich auch nicht. Ach so, ja, dann nimmst du Medizin minus 2. Kaban hat erste Hilfe. Das ist mir scheißegal. Ihr wollt nicht erste Hilfe bei dir machen, oder? Nö. Na, ich will einfach nur diesen scheiß Chip rausschneiden. Da ist mir egal, was ich für Schaden anrichte. Ja, aber erste Hilfe ist die erste Hilfe, damit sie überlebt. Sie ist tot, weil ihr sie erschossen habt. Wir hacken ihr die Hand ab. Also ja, den Arm. Wir nehmen den Arm mit und der kommt in die Gefriertruhe. Ah, das hatten wir doch schon. Das war eine schöne Referenz. Ich mag, wie du denkst. Es hat damals funktioniert, heute funktioniert's immer noch. Und dann legt ihr den Arm ein und dann wird das ein Schrumpelarm, ein Fetisch. Ja, der wird dann ja getrocknet, der wird ja nicht eingelegt dann. Ja, erst wird er getrocknet, dann wird er eingelegt. Ja, den kann ich dann auf so eine schöne kleine Drohne draufdingsen, dann steht er in meinem Fenster und winkt hin und her zu Weihnachten, weißt du? Also zu Weihnachten. So eine chinesische Glückskatze. Ja, ja, genau sowas. Das Teil wird einfach so rot anlackiert, damit es nicht mehr aussieht wie so ein echter Arm. Ja, ja. Jeder ja. denkt sich halt, boah, was für eine süße Katze. In Wirklichkeit ist es so ein richtiger Arm. Das schenkt Jojo ihr Nichten zu Weihnachten. Cool. Cool. Ja, finde ich auch. Finde ich noch irgendwas bei dem Typen? Was irgendwas verwertbar? Ja, eine Pistole, eine leichte. Ich habe keinen Erfolg bei meiner Medizinprobe übrigens. Ist die irgendwas Besonderes? Die ist nichts Besonderes, aber was man hat, hat man. Würdest du 53 bekommen? Und als ich gucke, ich habe eine Pistole, ich könnte theoretisch schießen, auch wenn du es nicht kannst, ist es immer noch voll okay, das Ding. Die kommt ins Handfach, wie heißt das? Handschuhfach? Okay. Jojo sagt gerade, ungeladen. Als sie irgendwie verkackt hat, was auch immer sie gerade tut, Anruf, ich komme gleich wieder und ich bin mal ganz kurz AFK. Sie hat den Chip übrigens nicht rausbekommen vor ihrem Anruf. Hm. Und sagt dann noch irgendwie, versucht sich mal jemand von euch, vielleicht könnt ihr das besser. Ich mach nur noch mehr kaputt. Und irgendwie habe ich Angst, dass ich den Chip kaputt mache. Hm. Hör auf zu kotzen, Kaban. Das Zeug ist widerlich. Das stimmt. Das kann ich sogar verstehen. Ich kann gleich mal versuchen, ob ich es hinkriege, dass es dir besser geht. Ich hol mal oder das Erste-Hilfe-Kit. Okay. Und schließe es bei Kaban. Zu macht das schon. Ich habe einen Erfolg beim Rausschneiden von Zeugs. Ist das weil minus 2? Ach, Logik. Ne, erste Hilfe, Medizin ist doch nicht geschickt, oder was? Ich dachte, das ging auf Intuition. Nee. Du holst dein erste Hilfe-Kit raus. Ich habe einen Erfolg. Wow. Eiskalt. Also während Kaban sich dahin stellt und an der Hand rumschneidet, holst du dein erste Hilfe-Kit raus. Halbkotzend. Ja, das nur mal so ab und zu. Und schön runterschlucken, dann. Lecker. Bastest da ein bisschen an ihm rum. Dein Erste-Hilfe-Kit wird aber keine. Also ich meine, du kannst ihm einen Übelkeitshammer geben. Der wird das ein bisschen abschwächen. Aber es hat keine spezifischen Gegengifte dafür drin. Okay, man weiß ja nie. Aber es ist jetzt sichergestellt, dass ihn das Zeug nicht töten wird. Und dass es nicht mehr schlimmer wird. Okay. Und du hast den Chip. Naja, Kaban stirbt ja auch an einem Husten. Das stimmt. Ja. Aber das ist ja kein Hustenvirus gewesen. Deswegen ist alles safe. Ich guck da mal über das Comlink von dem Wächter-Typ. Ja, der war tatsächlich angestellt bei so einer 4-Personen, nennen wir es mal, Sicherheitsfirma. Die sind nicht ausgebildet, die sind nicht trainiert und die verdienen nicht viel Geld. Aber das ist halt das, was ich... Es ist halt das, was man sich leisten kann in so einem, weißt du, wenn so ein Lohnsklavenhaus wie das, wenn da alle zusammenlegen und jeder im Monat so 20 abdrückt, ist halt das, was du dafür bekommst.
Aber okay, ist sonst noch irgendwas wichtig, Interessantes oder so? Eigentlich nicht. Okay, dann, wenn das Comlink nicht irgendwie was Besonderes ist, baue ich mir hier trotzdem mal den Datenspeicher aus und den Rest wird zertreten. Okay. So, habt das? Mhm. Sehr geil. Du hast an der falschen Seite, also du hättest auf der rechten Seite gucken müssen, anstatt auf der linken. Ah, und das erklärt, ja, warum ich nur Knorpel in der Hand hatte. Mhm. Ja, die Dinger sind auch scheißen klein. Ja. Nun gut, aber jetzt haben wir schon mal ein Air-Ready-Chip. Yep. Mhm. Ist doch schon mal schön. Okay. Ich wasch die Kotze weg. Womit denn? Mit Flusswasser. So, nämlich. Okay. Dann werden die Leichen beschwert und kommen in den Fluss. Sag mal so, du kannst deine Kotze aber nicht mehr wegwischen. Sie wurde schon von Ratten gefressen. Na gut, das ist doch cool. Ah, die Ratten fressen bestimmt auch Leichenteile. Na, die Knorpel und so, die ihr da rausgeschnitten habt, werden sie vielleicht mal dran knabbern. Werden die sogar fressen. Ja, na klar. Naja, dann werden die Leichen auf jeden Fall beschwert und kommen in den Fluss. Mit eurer Schuld? Nee, mit herumliegenden Steinen oder Schrott. Achso, okay, das geht auch. Mit welcher Schuld? Ich kann nichts dafür, das sind Konzernmitarbeiter. Ja, 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 okay. Ich brauche keine Ausrede. Die Zeiten, in denen man sich schuldig fühlte, sind noch nicht ganz vorbei, aber sie sind... Gut, dann... Das war damals halt. Wir machen uns irgendwie auf den Rückweg. Wischen uns Blut oder irgendwas ähnliches mit Muschitüchern ab. Habe ich gezaubert? Nee, habe ich nicht. Du hast... Was kennt, männlich, ja. Okay. Ihre Premium-Lieferung ist jetzt eingetroffen. Vielen Dank für Ihren Kauf bei Dr. Baryshnikov. Jetzt können wir Leute in meinem Auto erschießen. Juhu! Yes! Ich tue so, als wenn ich nach meiner Waffe greifen würde. Und grinse sie dabei an. Das war zu viel. Ach man. Also fahren wir. Jo. Direkt zum nächsten, oder? Wir sind noch... Sind wir blutig? Ich weiß nicht, ob du deine Tage hast. Nö. Also eure Finger und so, ihr habt doch irgendwie... Kaban hat doch auch Schnaps dabei, so alles kein Ding, sich das mal abzuwischen. Das stimmt. Und Jojo hat Muschitücher dabei, das hatten wir irgendwann schon mal geklärt. Naja, passt. Mhm. Man macht sich ja oft die Hände schmutzig. Außerdem hattet ihr garantiert Handschuhe an, als ihr die alte zersägt habt. Ja, natürlich. Easy. Auf zum nächsten. Okay. Zum C-Gebiet, meinst du? Ja. Es gab ja C-, C und C+. Dem und Typen mit Motorrad. Sehr gut. Warte mal, das war C, genau. Gut, ihr kommt da an. Also wenn ihr jetzt hinfahrt, ist er zu Hause, sag ich mal. Was ist mit dem Chemiker? Der hat ja Nachtschicht. Der ist auch zu Hause. Hä? Achso, stimmt. Der ist auf jeden Fall zu Hause, der Chemiker. Der wird vermutlich noch pennen. Und der andere ist jetzt seit, keine Ahnung, 10 Minuten da oder so ein Shit. Nicht, wenn er im Verkehr feststeckt. Das stimmt, hat er aber nicht gemacht. Verdammt. Zumindest, wenn ihr da ankommt, dann werdet ihr sehen, dass da Licht brennt. Die haben alle noch Fenster? Was ist nur aus den Leuten geworden? Die haben tatsächlich Fenster dort, ja. Cool. Das ist schon ein bisschen hart. Das stimmt. Das ist der Charme des Altbaus. Dafür hat er keine Zentralheizung. Loser.
Wie ist denn das da mit rein, raus, fertig, Maus, irgendwie Kameras etc. pp? Easy. Das heißt, wir kommen problemlos bis nach oben zu seiner Wohnung. Indeed. Wir können dort oben in seiner Wohnung oder bei seiner Wohnung einen Störsender anmachen. Indeed. Wir können dann in seine Wohnung rein. Indeed. Dann, dadurch, tun wir dass das wir einen Störsender anhaben, kann er ja auch nicht die Bullen rufen. Das heißt, Problem solved. Ich warte erstmal im Gang, falls er irgendwie trotzdem abhaut. Sehr gut. Okay. Dann geh mal rein. Möchtest du die Tür aufmachen wie Kaban oder so wie du? Wie macht Kaban die Tür denn auf? Ich dreh sie einfach ein. Genau. Dann kriegen wir die Tür aber nicht mehr zu und das ist auffällig. Nein, ich möchte die Tür gerne aufbrechen. Okay, ne, ich frage nur. Okay, du brichst sie auf. Wie machst du die dann auf? Ich lasse Kaban die Tür aufmachen und dreh den Schritt zur Seite. Okay. Ich guck sie komisch an, dann das die Drehseite und mach die Tür. Hä, nee, die Tür ist ja quasi schon offen. Der muss. Sie meint, sie bricht die Tür auf, dann geht sie weg und lässt dich die Kugeln abfangen, falls er jetzt mit einer Schrotflinte da sitzt und dir sein Steinsalz in die Titten schießen will. Yay, ich mach die Tür. Mitgezogene Waffe. Ach so. Okay, also. Machst du das ganz schnell, die Tür auf und laut, oder trotzdem noch einigermaßen leise? Noch einigermaßen leise. Okay, dann wirst du auf dem Sofa sehen, ihn mit irgendeiner Torte, die ist bestimmt schon 20, in einer wilden Knutscherei. Sie hat quasi schon die Hand in seiner Hose. Punkt. Das Szenario kommt Jojo irgendwie bekannt vor. Die haben dich noch nicht bemerkt. Warte mal kurz. Rückzug? Was? Nein. Oder Attack, Attack. Aim and Attack. Jojo geht rein. Leise. Na warte mal, Daddy wollte gerade noch was, hat sich gerade noch was überlegt. Ja, ich versuche reinzuschleichen, habe null Erfolge. Verdammt. Ja, warte mal. Ich wollte mich halt reinschleichen mit der Pistole an seinen Kopf und sagen, Alter, was machst du mit meiner Bitch? Aber das geht jetzt leider nicht mehr. Doch, das geht. Sie haben den Tritt laufen und da kommt gerade Bürokratie-Man und sie knutschen wild. Die haben da kein Auge für. Die sind dir seitlich zugewandt. Sehr gut. Und stöhnen halb rum. Kannst du das machen? Also nochmal. Du gehst zu ihm, hältst in die Waffe an den Kopf. Nein. Alter, was? Jojo meint, warte mal. Du weißt nicht, was er machen will. Stimmt. Jo. Alter, was machst du mit meiner Bitch? Die wollen garantiert nur das Motorrad reparieren. Wow, alter Mann, das wusste ich nicht. Halt deine Fresse, was machst du? Komm. Ich kenne ihn nicht. Ist klar. Du, mitkommen. Du müsstest jetzt klarifizieren, auf wen du zeigst. Ja, yeah, ich... Mit der Pistole halt. Puck, du, mitkommen. Ja, du halt deine Fresse. Du musst sagen, wer du ist. Der Typ oder die Ische. Ich habe ja die Pistole an seinem Kopf. Ah. Also, Klonk, du, mitkommen. Na gut, okay. Hey, alter Mann, ich wusste das Fresse halt. Okay, Alter... Komm, beruhig dich. Presse halten. Er versucht, sich die Hose zuzumachen. Lässt du ihn? Nö. Ich schub's den vor mir her. Ja gut, er fällt hin, denn seine Hose ist halb unten. Er fällt auf sein irrigiertes Glied. Weißt du, was da liegt? Ein Legostein. Ein lauter Schrei empfährt ihn. Stopfen! Ich drücke den Stiefel in das Genick. Okay. Er schreit immer noch gedämpft. Schnauze. Der arme Mann hat Schmerzen. Er krümmt sich zusammen in der Embryonalhaltung und hält sich sein Glied. Das finde ich gut. Ausgezeichnet. Ja, ich schlag die Frau bewusstlos. Ja, die ist bewusstlos. Sehr gut. Du sollst eigentlich immer du den ganzen Spaß haben. Entschuldigung. Weil er eine gute Idee hatte. Das stimmt. Das meinte Jojo auch nur, als er die Frau bewusstlos schlägt. Weil du das nicht hinbekommen hättest. Na und? Sie darf sich das doch wohl mal wünschen? Ach. Kannst ja eine Hackerausbildung machen und bist du auch besser im Nahkampf. Das stimmt. Bei der Nähmaschine in die Lehre gehen.
Das ist quasi ein Klassenbonus. Ja. Gut. Hat er sich denn beruhigt? Was denkst du denn? Er ist in einigermaßen schnellen Lauf, denn wir mussten ja mitgezogen haben, direkt mit seinem irrigierten Glied auf einen Legostein gefallen. Das ist der einzige Legostein in dieser gesamten Wohnung, oder? Und ja. Er lag da auch nur zu Dekorationszwecken. Nee. Tat er nicht. Okay. Hat dein Kind? Gehst du die Räume durchsuchen? Ja. Nee, aber du findest im Schlafzimmer eine kleine Ecke, wo noch ein paar mehr Legosteine liegen und so ein Shit. Okay. What the fuck? Gibt's irgendwelche Hinweise darauf, irgendwie, was das hier alles soll? Wie intensiv suchst du denn? Na, es wirkt schon ein bisschen merkwürdig. Sie hat ein Kind. Brauchst 10 Minuten. 10 Minuten? Oh, das ist zu lang. Ja, dann wirst du diese Info jetzt aber nicht haben. Stimmt, na, dann mach ich's doch, dann suche ich so. Jetzt ist es halt so. Gut, dann lassen wir Mutti mal pennen. Den Typen nehmen wir mit. Mhm. Ich richte ihn auf. Halte ihm meine Pistole ins Gesicht. Er wird weiter brüllen. Ach, das ist wenn er anfängt zu wenn er den Mund aufmacht, um zu brüllen, kriegt er meinen Schalldämpfer in den Mund. Nein, der brüllt, du weißt, wie das ist, der brüllt nicht mehr, der stöhnt eher und so. Und ist nur eingeschränkt bewegungsfähig, aber der brüllt nicht die ganze Zeit. Gut. Dann gehen wir auf eine Reise. Sehr gut. Ich habe nur eine Frage, bevor er diese Reise antretet und wir den Rest kurz überspringen. Den Typen, den ihr bezahlt habt, den habt ihr noch abgeknallt. Was ist jetzt mit der Alten? Stimmt. Ihr verdammten Sexisten. Sie hat ein Kind, das ist halt... Karma würde den Typen jetzt rausführen. Weißt du überhaupt, dass sie ein Kind hat? Jojo hat sich umgeguckt. Oh nein, ich weiß das nicht. Das stimmt, du weißt es nicht. Allerdings könnte es natürlich sein, dass wenn sie 10 Minuten in der Wohnung rumsuchst, während du ihm vermutlich irgendwie einen Lappen in den Mund stopfst oder so, dass da Fragen aufkommen bei dir. Nö, eigentlich nicht. Okay, dann weißt du es nicht. Also, außer irgendwann, Jojo, was machst du da? Gucken, weshalb hier Legosteine rumliegen. Ist doch scheißegal. Nee, ich will nicht, dass hier gleich noch irgendwer aus dem Schlafzimmer gesprintet kommt. Das Schlafzimmer hast du ja schon gern geguckt. Ja, jetzt schon. Jetzt weiß ich auch, warum hier Legosteine rumliegen. So, Wir nehmen die beiden jetzt mit und gehen. Gut, und warum liegen hier Legosteine rum? Weil die schon Bike hat. Fuck. Wieso fuck? Ja, wir können doch nicht die Mutter von Balke erschießen. Warum nicht? Weil so wie die aussieht, hat die kein Vater. Dementsprechend wird das eine dann im Pullweise, you know? Wieso soll das Balke keinen Vater haben? Sonst wäre sie wohl hier. Hä? Das heißt doch nicht, dass das Balk keinen Vater hat. Das heißt nur, dass die Ische offensichtlich entweder eine Affäre hat oder wenn das Balk hier Spielzeug hat, nicht mehr mit dem Vater irgendwie zusammen ist. In dieser Gegend, wenn der Vater nicht mehr da ist, ist er wahrscheinlich tot. Und? Alter, das ist ein Kind. Davon gibt's viele. Wenn wir die ein oder zweimal aufs Gesicht schlagen, dann erinnert sich die auch nicht mehr an uns. Ah ja, und das ist besser, meinst du? Ja, weil dann ist sie halt noch da in einem halben Jahr. Sinnlos. Nie. Wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Wieso auf einmal? Na,
Es ist doch völlig egal. Du schlägst der Mutter jetzt ein, zweimal ins Gesicht. Du hast vor ihren Augen den Typen irgendwie mitgenommen, hast sie zusammengeschlagen, der Typ ist weg, ist nicht mehr auffindbar. Damit geht's ihr bestimmt besser. Oh ja, das ist bestimmt klasse. Vielleicht rastet sie dann selber auch noch aus und ist das Kind auch vollweise. Oder glaubst du denn, dass es irgendwie einen großen Unterschied macht für das Kind? Ich glaube nicht. Wir können jetzt nicht einfach die einzige Bezugsperson eines Kindes umbringen. Das kommt schon irgendwie klar. Ja, die ist klar. Ist das nicht so einfach? Doch. Lass uns das gehen. Nimmst du sie jetzt mit, oder muss ich dafür sorgen, dass sie rauskommt? Ich habe den quasi den Typen vor mir geschoben. Also dementsprechend, der Antwort, also Havel antwortet hier gerade nicht. Hallo? Was? Lass uns jetzt verschwinden. Wie war das mit keine Zeugen? Xu? Man hört dich gerade nicht. Ich glaube, du hast dich auch so gemutet oder so. Ach so, ja, sie schreibt. Nee, ich mein Xu. Ja, was? So. Was? Ich gehe zur Tür. Schaffst du es, die Alte mitzunehmen? Alter, lass uns jetzt einfach gehen, und gut ist. Die Antwort lautet übrigens ja. Die sieht nicht besonders schwer aus. Kriegen wir schon hin. Wenn jetzt nicht unbedingt unterwegs mir uns ein paar Leute erwarten. Keine Zeugen. Bin dafür. Alter, also die hat ein kleines Kind. Und? Ohne Vater? Die Welt ist hart und ungerecht. Ich hau den Typen mal rein. Was machst du mit dem Typen? Und welchem Typen? Naja, dem Typen, der vor mir steht und nicht zu mir gehört. Ich hau dem einfach eine runter, weil ich habe gerade Aggression. Also schon mit Schmackes, sagst du. Ja, sicher. Ja, sehr gut. Na, dann fliegt er gegen die Wand und ist, also ich meine, der war schon vorher so nur in einem merkwürdigen Zustand. Jetzt ist halt einfach voll bewusstlos und da ist ein dicker Blutfeld an der Wand. Er hat eine ziemlich dicke Platzwunde. Klebt dir mal so ein bisschen Panzertape auf den Mund. Nicht, dass der auch, ne? Ja, der macht ja jetzt nichts, aber kannst du machen, klar. Wir wollen also, ja nicht wenn wieder... Wenn du das machst, dann wird er vielleicht ersticken, aber das stört euch ja vielleicht auch nicht. Ja, nur auf den Mund. Ja, wenn du nur durch die Nase atmen kannst und bewusstlos bist, ist fraglich, wenn ist egal. Es ist ja euch ja egal. Ach so, der ist bewusstlos. Ach so. Der ist auf jeden Fall bewusstlos. Kam, hat den volle Bude runtergehauen und ist gegen die Wand geklatscht. Jojo, aber ich meine, ist egal, ihr wollt ihn eher schießen. Jojo, guck mal im Comlink von der Alten, wo das Kind gerade ist. Jetzt bringen wir auch noch das Kind um, oder was? Du hast leider ihr Passwort nicht. Ach, scheiße. Tu ihr Finger auf Computer den... und Logikprobe machen. Tu ihr Finger oder wir auf bauen den einfach den Datenspeicher aus. Finger auf dem Display tun. Tu ihren Finger aufs Display. Also mach mal Computer und Logik. Datenspeicher könnt ihr immer noch ausbauen, dauert dann bloß länger. Okay, easy, du kannst es umgehen. So, pass auf. Wie spät ist denn das jetzt? Ist ja jetzt bestimmt schon so 16, 17 Uhr, 15 Uhr? Nachmittag. Also sie hätte es vor anderthalb Stunden abholen müssen aus irgendeiner Kinderversorgung. Oh ja, die kümmert sich wirklich super um ihr Bike. Sagt Jojo gerade, dass ich glaube, das Bike hätte vor anderthalb Stunden abgeholt werden müssen oder so. Und sie ist immer noch hier. Immerhin hat es eine Mutter. Können wir jetzt? Also wenn du schon mal dabei bist, ist jetzt vielleicht nicht das erste Mal, dass er das vergessen hat.
Es ist nicht das erste Mal. Also hier sind ein paar Anschreiben. Also sie kümmert sich wirklich gut um ihr Kind. Um fair zu sein, vielleicht ist es manchmal mit ihrer Arbeitszeit kollidiert. Was arbeitet sie denn? Sie arbeitet in einem Callcenter. In einem Callcenter-Kaban. Von Neonet. Noch so einen Schallwagen. So, wir nehmen die also jetzt mit. Wir können die doch... Kaban stapft runter mit dem Typen auf der Schulter. Richtung Auto. Vielleicht soll ich sofort... Irgendeine Möglichkeit, das vielleicht so zu machen, dass das nicht alle Welt sieht? Ja, Hinterausgang. Hinterausgang. Gut. Alles kein Ding. Okay. Selbe Aktion wie davor. Sind da wieder irgendwelche Leute? Sagt ihr mir das auch? Nö, das ist alles safe und also bis jetzt keine Hinterausgang. Gewalt. Ja, ich nehme dann noch auf den Hinterausgang. Machst du so verträumt. Der ist einfach nur sauer. Ist alles okay? Tür geht auf von dem Auto. Ja, Typ kommt rein. Ich setz mich da hin und schmoll. Ich habe eine Frage, Didi. In deinem Auto, also Kaban, würde er sich hinten oder vorne reinsetzen? Hinten. Hinten. Ist hinten irgendwas Alkoholisches außer medizinischen Alkoholiker? Abgesehen von meinem Flachmann, den ich dabei habe. Du hast jetzt einen Flachmann. Dann entschuldige naja. Die Frage. Also, eigentlich. Ach so. Also dann nur der Flachmann halt. Ne? Vielleicht nur ein, zwei Bier, aber ansonsten... Okay. Hm. Bier oder meinen eigenen Vorrat? Wieso denn oder? Was ist denn das? Mein eigenen Vorrat, der schmeckt besser. Das Ding ist einfach, erstmal so einen Schluck nehmen aus dem Flachmann, okay, um erstmal, weißt du, erstmal seinen Frust runterzuschlucken. Aber das ist ja immer noch alles ein bisschen kratzig und eklig von diesem Zeug. Und wie kann man kratzig und eklig überwinden mit mehr Flüssigkeit? Genau, mit einem galanten Bierchen. Das ist gut. Ich trinke dann ein Bierchen. Sehr schön. Ach ja, dem Typen wird auch sein Comlink abgenommen. Wenn er es einstecken hat. Ja. Die Alte. Und es wird sogar ausgeschalten. Sehr gut. Die Alte kommt auch hinten rein. Comlink weg und dafür. Okay. Also, Störsender und so. Okay. Ihre Handtasche nimmst du auch mit Fragezeichen? Ja. Und schmeißt sie dann hinten rein? Ist da irgendwas drin? Ich guck erstmal rein. Okay. Vielleicht ist da ja da, aber da könnte ja, also wie wär's denn, wenn da mal ein Schwangerschaftstest drin ist? Ist der positiv? Nee. Dann muss mich das nicht weiter interessieren. Und das andere hätte dich auch nicht weiter interessiert. Es wäre nicht die erste Schwangere gewesen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, die wollte ich jetzt nicht noch ausnutzen. Sie sagt es Kaban nicht. Oh, und du kannst deinen Q-Tip-Vorrat aufbessern. Aha. Nee. Die Hälfte ist eh benutzt, aber unabhängig davon. Frauenhandtaschen sind das Tor zur Hölle. Habt ihr die beiden artgerecht verklappt? Gut, dass Kaban hinten geblieben ist, da kann er noch sehen, wie die Alte reingeschmissen wird. Kaban sieht nicht glücklich aus, als ihr die reinschmeißt. Sehr sogar unglücklich. Wenn die Türen zu sind, dreht Jojo sich nochmal um, während Xu dann losfahren kann oder losfährt bestimmt. Hoffentlich. Ich fahre los. Selber Platz oder woanders hin? Nee, woanders hin. Bei dem Platz haben wir zu viel Aufsehen erregt. Okay.
Ernsthaft? Hm? Machst du jetzt so ein Theater? Also, die hat ein Kind. Und? Weißt du, wie viele Leute von denen, die wir schon abgeknallt haben, Kinder hatten? Muss ja nicht unbedingt sein. Muss es ja nicht machen, oder? Sondern du willst, wartest, bis sie wieder aufwacht und dann zur Polizei rennt und sagt, der Typ ist, man hat ihn vor meinen Augen entführt und ach ja, vielleicht wollten wir ja morgen Nacht oder irgendwann in die nächsten Tage da rein und hey, da hat jemand seine Sachen, irgendwie seinen Zugang und der ganze Scheiß ist schon gesperrt. Scheiße. Die meldet das doch sofort. Ach, die hat doch viel zu viel Schiss. Nein, hat die nicht. Wovor sollte die denn Schiss haben? Dass wir wiederkommen? Ach, komm. Irgendwie ein ich meine, Bild von ihr und ihrem Sohn ausgedruckt und hinten eben kein Board. Na, ich meine, kannst du dich an, ich weiß nicht, einen gewissen überstarken Glauben an Recht und Ordnung und das System erinnern? Ich kann mich da noch dran erinnern. Das wäre nicht das erste Mal. Und das will ich nicht riskieren. Was ach? Das gute alte Freya-Argument. Hm? Das ist fies. Hilft's? Um ihn noch wütender zu machen? Er zerknüllt die eine Dose, schmeißt sie aus dem Fenster, nimmt ihn eine neue. Welche Fenster? Er schmeißt sie gegen die Wand und nimmt eine neue. Point. Solltest du dir mal vielleicht ein paar Fenster einbauen? Ja, bei den Schiebentüren sind Fenster, aber du sitzt weiter hinten. Weil du hast doch... Ja. Das einzige Fenster wären ganz hinten diesen Schiebetüren. Also Schiebetüren und ganz, ganz hinten diese Doppeltür. Nein, nein, guck in die Wand. Kann man dies irgendjemand? Dies niemand, der besser oder schlechter ist als irgendwer anders, dem wir genauso das Hirn aus dem Schädel geblasen haben. Es ist kein Unterschied. Ja, sie hat ein Kind. Das hatten viele andere auch. Willst du jetzt jedes Mal Recherchen anstellen, ob derjenige ein Kind hat oder nicht? Fertig mit deiner Moralpredigt. Es war keine Moralpredigt. Du kannst ja draußen warten, wenn du willst. Sollten es aber nicht tun. Wir sollten jetzt langsam da sein. Ihr braucht noch ein paar Minuten. Wir sollten das einfach nicht tun? Hä? Aber den Typen abzuschlachten ist okay, oder was? Ja, mit welchem Argument denn, Kaban? Ich versteh's nicht. Alter, die hat ein Kind. Doch. Der oder die weiß jetzt komplett ohne Familie auf, was soll denn der Scheiß? Weißt du doch gar nicht.
wir können nicht einfach die Mutter umbringen. Das macht man nicht. Das macht man nicht? Seit wann interessiert sich denn irgendjemand dafür, was man macht oder was man nicht macht? Glaubst du, Yegor interessiert das? Ach, schade. Glaubst du, den interessiert es, ob die Ischel einen Bike hat oder nicht? Wenn die irgendwann das Maul zur falschen Zeit aufmacht, wir deshalb auffliegen und alles verkacken? Glaubst du, das will ich riskieren? Nur weil die Ischel ein Kind hat, das ihr eh egal ist? Das sie wahrscheinlich nicht mal wollte? Und wenn ich mich entscheiden muss, weißt du, ist die Alte mir verhältnismäßig egal. Ist doch so. Willst du für diese Wahrscheinlichkeit das Leben deiner Leute aufs Spiel setzen? Ist es dir das wert? Mir nicht. Ja, komm und trink sein Bier. Ja. Jojo lässt ihn. Betretene Schweigen im Auto. Sehr schön. Ja, er wird dann ankommen, ne? Dann wird der Typ irgendwie reinverfrachtet und mal irgendwie wieder halbwegs zu Bewusstsein gedingst. Jetzt kann mal jemand erste Hilfe würfeln, den er will. Schön. Ich bleibe im Auto erstmal. Ach, heilt Jojo ihn halt. Ja, wo es mir gerade einfällt. Tarne mal das Auto an ein bisschen um. Okay. Oh, Entschuldigung, warte mal, das, die minus 1 war übrigens nicht für dich. Flummi minus 1. Ist jetzt ein Wahlkampfauto für irgendeinen Politiker, der eine große Mehrheit der Bevölkerung erreicht. Sehr gut. Also du wirst ihn auf jeden Fall nicht zu Bewusstsein bringen. Aber du hast ihn stabilisiert. Das war auch nicht dumm. Jojo schreibt den anderen beiden mal eine Nachricht. Kann mal irgendwer dafür sorgen, dass dieser Typ hier wieder halbwegs zurechtkommt? Mit dem kann man ja nicht reden. Geh da rein. Also ich gehe raus im Auto. Völlig genervt. Und ich werfe ihm noch ein Medikit hinterher. Ja, danke. Guck mir den Typ mal an. Wie ist denn das? Man darf nur eine halbe Stunde nach der Verletzung erste Hilfe machen, ne? 12 Stunden. 12 Stunden. Also, 12 Stunden. Das klingt ziemlich nach erster Hilfe. Kennt man ja. Ich war da auch manchmal 12 Stunden auf dem Krankenwagen. Na gut, die 12 Stunden, dann kannst du meinetwegen ran. Es geht auf Logik, ne? Und ich krieg einen Bonus von wie viel? Für das Medikit? Oh, geil. Aber du kriegst minus 2 wegen beschissener Umgebung. Geil. Und je nachdem, was du noch abziehen wolltest, ne? 2 Erfolge, jo, da fickt euch alle kräftig. Ich würde sagen, fickt euch, du scheiße, ein Stickschwein. In so 4 Stunden ist er vielleicht wieder wach. In wie vielen Stunden? 4. Ich schaut Kaban an und meint, du solltest dringend einen Aggressionsbewältigungskurs besuchen. Ach. Der trägt ja nichts. Weißer Stuhl? Weißt du nicht mehr? Ach, die Anstalt, ja. Mhm. Da wollten sie doch auch ein Aggressivitätstraining geben. Stimmt. Jojo ist eine richtige fette Bitch, Alter. Das ja, hat sie nicht mit Absicht gemacht. Haut ein geiles Thema nach dem anderen raus. Ne? Ihr habt jetzt 4 Stunden Zeit, aber ich sage mal, hast du mal am Folgenende.
Super. Yay. Ist ja alles gut gelaufen. Es sind ja nur fast 4 Leute gestorben. Und? Nicht wir. Ja. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, Leute. Ich hatte das eigentlich perfekt geplant, weil ja 14. Mai jetzt hier Muttertag und da wäre die Folge richtig schön gewesen, aber die hättet ihr dann mal Mutti vorspielen können, so als Geschenk. Das hatten wir gedacht, also maßgeblich ich. Halt, ne, für jeden als Geschenk an Mutti, da muss man nicht immer und so weiter. Und als Erinnerung, die heult ja immer, wenn du nicht dran denkst. Aber ich sehe mich halt leider gezwungen, die vor Sonntag rauszubringen. Das ist jetzt ein bisschen schief gelaufen, aber das musst du ihr dann einfach nicht erzählen. Du machst an der Stelle aus. Und dann denkt die, ach, extra zum Muttertag hat er das rausgesucht. So, ein guter Junge, hier auch Schmatzer. Ne, so machst du das. Bis zum nächsten Mal.